Hallo, hier ist Hans-Georg Pantschak. Ich bin die deutsche Stimme von Luke Skywalker. Und ihr hört jetzt der nerdige Podcast von Nerdizismus. Viel Spaß. Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Und heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben seit langer Zeit mal wieder einen Gast bei uns im Podcast. Und wer das ist, das erzählen wir euch gleich. Aber Michael, sag doch mal, wenn die Leute, die heute ganz neu dabei sind, uns weiterhin hören wollen, wo finden die uns denn? Wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer, und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch alle unsere Folgen hören könnt, wo wir über verschiedene Sachen wie Filme und Serien reden. Und nicht nur über allgemein Filme und Serien, nein, wir haben auch spezielle Serien, wo ihr reinhören könnt. Zum Beispiel die West Nerds, die Track Nerds, Dead Nerds Talking, Game of Nerds, Nerdplay. Und wie ihr schon hört, sind das bestimmte Themen, über die wir reden, wie Westworld, Star Trek, The Walking Dead, Game of Thrones, über Cosplay und alles mögliche andere. Wenn ihr uns dann da gefunden habt, könnt ihr zum Beispiel auf nerdizismus.de diesen großen roten, schönen Abonnieren-Button klicken und könnt unseren Cast in den Podcatcher eurer Wahl laden. Oder ihr findet uns einfach bei den großen Plattformen wie Spotify und iTunes, wo ihr einfach nach Nerdizismus sucht. Und dann, wie immer, haben wir natürlich unsere ganzen Social-Media-Kanäle, wo wir überall vertreten sind. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vero auch, obwohl wir da nichts mehr machen. Aber wer uns auch so schreiben will, denn Feedback möchten wir immer gerne zu unseren Episoden haben, kann dies auch ganz einfach über Mail machen, und zwar an info@nerdizismus.de. Michael, sensationell. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Der braucht eigentlich gar keine große Einführung. Ihr kennt ihn alle. Er war der Mann auf der Straße in Der Mann ohne Gnade, Death Wish 2. Er hat Ron gesprochen in 50 Shades of Black, Gefährliche Hiebe. Er war Doc Morris in Nurse 3D. Er hat Roberts gesprochen in Cop Killer vs. Killer Cop. Er war Zock in Lukas der Ameisenstreck. Und wer kennt nicht die berühmte Rolle als Spider in Verdammt, die Zombies kommen. Ganz nebenbei hat er dann auch noch in so einer kleinen Hollywood-Produktion mitgespielt. Ich glaube, Krieg der Sterne oder so irgendwas, und ein Luke Skywalker angeblich. Aber ich weiß gar nicht, ob man den Film so kennt. Hallo Hans-Georg. Hallo Chris, hallo Michael. Hallo. Sag mal Hans-Georg, wir haben, ja, wenn wir unsere Gäste immer fragen, nach ihrem Nerd-Faktor auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das höchste wäre. Was ist denn so dein Nerd-Faktor? Und wo bist du denn so richtig Nerd oder Geek oder Freak, oder wo kannst du dich so richtig drin reinfuchsen? Ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht gleich abschalten, wenn ich sage bei Null. Weil ich wirklich meine Zeit anders verbringe in der Regel als vor dem Fernseher, vor der Mattscheibe, vor dem Tablet oder so. Deswegen bin ich wahrscheinlich, ich muss gerade mal ist ein bisschen erstmal sagen, hervorragend anmoderiert von Michael über die ganzen Zugänge zu euch. Und was Chris auch gerade gesagt hat, war sehr witzig, weil ich habe mich wirklich an eine einzige Sache nur erinnert. Ja, also als zwei natürlich, die letzte, die du natürlich, war ja ein bisschen witzig, aber die davor, dieser, wie ist der Zock da, irgendwas mit Ameisen? Zock, ja. Ja, Lukas, der Ameisenschreck. Daran erinnere ich mich noch. Die ganzen anderen Sachen, was du erzählt hast, hätte ich nie gewusst, dass ich das gemacht habe. Ich war auch wirklich baff, als ich gesehen habe, was deine Synchronsprecherkartei hergibt. Also für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, wer jetzt hier ist bei uns, ist Hans-Georg Pantschak, die deutsche Stimme von Mark Hamill, also Luke Skywalker. Aber nicht nur das, und das ist ja genau, deswegen habe ich mir nämlich mal hier die Liste deiner Synchroarbeiten mal rausgesucht und einfach mal geguckt, was klingt da jetzt am unbekanntesten. Ich hätte jetzt aber eigentlich ganz gerne von dir gewusst, was der Dr. Morris in Nurse 3D war, aber okay, wenn du es nicht keine mehr weißt. Keine Ahnung. Nurse 3D, das klingt ja irgendwie, ist schon nach einer neueren Produktion, wenn man da 3D geguckt hat, oder ist es was ganz anderes? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ist vielleicht auch Schweinkram gewesen, keine Ahnung.
Du warst ja, aber auch, du hast wirklich ganz, ganz viele Sachen gemacht, deswegen, da wollen wir heute auch ein bisschen drauf eingehen. Aber nochmal zurück zu deinem Nerdfaktor. Ja. Du musst nicht unbedingt eine Null haben, denn natürlich, wenn man sagt, hier Nerds, TV oder TV-Serien, Computerspiele ist das eine. Mhm. Aber zum Beispiel der Tommy Krappweiß, der hat gesagt, er hat eine 15, wenn es um Wikinger geht. Also ich, mein Nerdfaktor ist Kanufahren, ist Mountainbike. Das sind meine Nerd-Faktoren. Und dann bin ich ja, da kommen wir vielleicht auch später drauf, ich meine, ich bin jetzt in meinem 57. Berufsjahr, wenn man sich das mal vorstellt, weil ich als Kind angefangen habe. Und insofern habe ich mir den Beruf ja nicht wirklich ausgesucht. Wenn du mit 8 Jahren anfängst zu drehen, dann ist es ja nicht so, dass du gesagt hast, ja, mit 7, jetzt ich werde jetzt Schauspieler. Sondern es war ja dann durch einen Zufall, weil mein 11 Jahre älterer Bruder auf die Schauspielschule ging, hatte eine Freundin und die brauchte dann einen kleinen Jungen. Und dann hat sie gesagt, du, dein kleiner Bruder, der ist doch gar nicht so doof. Kann man dir mal vorstellen, ja, okay, also so bin ich zum Fernsehen gekommen damals. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich eigentlich, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre durch diesen Zufall, wäre ich wahrscheinlich beim Finanzamt gelandet oder in der Krankenkasse, weil ich kenne mich mit dem Sozialrecht sehr gut aus, ich kenne mich mit Steuer sehr gut aus, ich mache so als Dozent, helfe ich arbeitslosen Schauspielern, das ist also, die müssen richtig ausgebildete Schauspieler sein. Dann kriegen die vom Arbeitsamt, das kostet über 3.000 Euro, kriegen die so einen Kursus, geht über mehrere Wochen. Und dann gibt es Kollegen von mir, Martin Umbach zum Beispiel, der Kenneth Branagh spricht oder so. Oder eben, wie heißt er, der Nescafé-Mensch, George Clooney. Und also der macht dann mit den Leuten Regie. Dann dürfen die am Wochenende, wenn irgendein Studio leer ist, dann dürfen die da mal rein den ganzen Tag und dann kann jeder sich so ein bisschen beim Synchron ausprobieren. Es geht also über das Crossover, dass Leute, die Schauspieler sind, die auf der Bühne gestanden haben, die vor der Kamera gestanden haben, bei denen es gerade nicht so gut läuft, dass die dann auch ein bisschen in den Synchron reinkommen, was nämlich sehr schwierig ist, weil es ja sehr viel mit Routine zu tun hat und man hat kaum Zeit, Leute einzuarbeiten. Deswegen gibt es diese Kurse und ich bin dann zuständig nicht für Kunst und nicht für Sprechtechnik, sondern dann muss den Leuten erstmal erklären, dass sie jetzt mehrwertsteuerpflichtig werden als Synchron. Aber okay. Trotzdem, ja, stimmt, aber ja. Trotzdem eben sozialversicherungspflichtig sind. Das versteht sowieso jetzt von Leuten, die so ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Wir sind der einzige Berufszweig in der Bundesrepublik Deutschland, der Umsatzsteuer nehmen kann, weil er eben als fiskalisch, als steuerlich sehr selbstständig und sozialrechtlich ist er abhängig beschäftigt. Das sind wir die Einzigen. Normalerweise bist du entweder Unternehmer oder du bist abhängig beschäftigt. Ne? Mhm. Gut, und das hat den Nachteil, dass die Leute, die bis jetzt immer auf der Bühne gestanden haben und vor der Kamera, die haben auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Und da wurde ihnen ja die Steuer schon bereits abgezogen. Beim Synchron, weil es eben fiskalisch selbstständig ist, kriegt man brutto für netto. Das bedeutet, wenn die damit anfangen und wenn die plötzlich vielleicht auch ganz gut sind und richtig mehr arbeiten und dann verdienen sie ein bisschen mehr und im nächsten Jahr verdienen sie noch mehr. Und nach 2 Jahren machen sie dann ihre erste Einkommensteuererklärung und dann sagt das Finanzamt, ja, also jetzt kriegen wir von Ihnen für das vorletzte Jahr kriegen wir 8.000, für das letzte Jahr als Vorauszahlung kriegen wir, also als rückwirkende Vorauszahlung kriegen wir 10.000 und für dieses Jahr müssen sie auch schon im Voraus schon mal ja immer vierteljährlich bezahlen, kriegen wir im Vierteljahr immer 2.500. Und dann das sagt dann ja auch keiner. Das sagt einem keiner. Ich sag's den Leuten. Da sprichst du mir aus der Seele. Also ich mag wirklich Dozenten, die dann wie du genau sowas tun. Das habe ich auch immer gemacht, als ich an der MDH hier in Düsseldorf den einen oder anderen Gastvortrag mal gehalten habe. Damals war ich noch in der Gamesbranche. Und da habe ich nämlich auch jungen Entwicklern das Mediamarkt-Business erklärt. Ich will das hier jetzt gar nicht im Detail erklären, aber wie halt eben ein Spiel, das dann vermarktet wird und dann dem Mediamarkt damals noch eben verkauft wird, wie da die Rechnung aufgemacht wird, was so ein Publisher etc. nimmt, was so ein Mediamarkt für Margen nimmt, wie Retouren sind, was dann nämlich am Ende von so einem Entwicklungsbudget dann noch übrig bleibt oder was man im Prinzip, wie viel man verkaufen muss, damit man so ein Entwicklungsbudget wieder reinholt. Das sagt denen nämlich im Studium auch keiner. Richtig. Ja, und dann fallen die nämlich regelmäßig auf die Nase, weil sie dann erstmal merken, und das ist schade, weil das wäre halt vermeidbar. Deswegen finde ich das ganz toll, ja. Auch wenn es jetzt hier fast in eine Abhandlung ins Steuerrecht gegangen wäre. Ja, ich könnte genau, noch Fragen zur Künstlersozialkasse stellen. Und so. Ja. Also ich könnte jetzt über Künstlersozialkasse, kann ich auch noch reden, aber das lassen wir mal schön sein, weil ich glaube, dann ist der Letzte, der jetzt tot umfällt. Arbeitslose Schauspieler
in Lohn und Brot bringen, ist so das eine. Sie hatte gerade in einem anderen Podcast, den wir letzte Woche aufgezeichnet haben mit dem Sebastian vom Discovery Panel, da haben wir einen Rewatch gemacht über das Boot und haben also über die alte Serie und haben da mal den Cast auseinandergenommen und da sind durchaus einige auch im Synchronbusiness gelandet. Zum Beispiel der Hubertus Bengsch. Kennst du den oder kennt man sich denn da als Synchronsprecher? Seid ihr ja so eine große Familie, wo man so sagt, ach guck mal, du schon wieder hier, was machst du denn? Ach, ich spreche heute den so und so. Oder ist es eigentlich eher so ein, ich sag mal, ein bisschen böse, ein einsames Geschäft? Man steht da, spricht seine Sätze ein und dann geht man wieder. Also Hubertus Bengsch kenne ich persönlich noch aus der Berliner Zeit. Ich habe ja angefangen 1961 mit Fernsehen, dann habe ich auch sofort synchronisiert und Hörspiele gemacht. Also habe ich von 61 bis 80, bis ich verheiratet war, das erste Kind hatte und wir in West-Berlin lebten und uns entschlossen haben, wir möchten irgendwo hin, wo es grün ist. Und das konnte man damals als junge Familie sich in Grünewald oder in Dahlem nicht leisten. Also sind wir also nach Westdeutschland gezogen. Und es hat uns nach schönen Bayern geschlagen. Und der Punkt ist, ich bin seit 1980 also in München. Und in der Zeit hat man sowohl die Berliner Kollegen, kannte ich alle persönlich, als wir die Waltons zum Beispiel aufgenommen haben, da habe ich mit John Boy gesprochen, da haben wir alle noch zusammen am Mikrofon gestanden, deswegen kannten wir uns alle. Und aus der Zeit kenne ich auch noch Hubertus Bengsch, jetzt nicht von den Waltons, aber von anderen Produktionen. Und dann bin ich nach München gegangen und auch da habe ich die ganzen Münchner Kollegen kennengelernt und wir waren immer zusammen vor dem Mikrofon und das hat sich so in den 90er Jahren, hat sich das langsam dahin bewegt, dass wir heute alle geixt werden. Heute sind wir wirklich zu 99,9% alleine vor dem Mikrofon im Studio. Hat also folgenden Effekt, dass ich so seit der Mitte der 90er Jahre die ganzen jungen Kollegen gar nicht mehr kenne. Ich sehe da Leute rauskommen und dann sagen die mal, du, das ist jetzt der Patrick Schröder, kennst du den nicht? Sag ich, nee, tut mir leid, wir haben noch nie zusammen gearbeitet. Ja, der spricht doch das und das und das ist doch ganz, sag ich, ja, woher soll ich das wissen? Wir arbeiten ja nicht zusammen. Ich will jetzt mal behaupten, das merkt man der deutschen Synchronszene jetzt so ein bisschen an. Mittlerweile bin ich eher unter denen, die im Original sich was anschauen, weil ich auch fand, dass früher gefühlt vieles besser war. Ist das für dich dann auch so ein bisschen so, dass früher hat man zusammengesprochen und hat das Schauspiel auch ganz anders betrieben und jetzt ist es deutlich schwieriger, in eine Rolle reinzukommen, weil du ja nur noch alleine da vor dem Mikro bist? Nein, kann ich so nicht bestätigen. Aus einem ganz einfachen Grund. Du hast einfach, wenn du mit mehreren Leuten am Mikrofon bist, es sind auch sehr viele Irritationen immer, weil du musst, also der Hauptsprecher hat dann, sage ich mal, einen Dreizeiler und dann muss das Kind hinten überlappend was sagen. Und das konnte man früher ja nicht schneiden, wenn der eine den anderen überlappt hat. Und insofern kann es dir passieren, dass du das dann 4-5 Mal machst, weil das Kind vielleicht noch nicht so drauf ist. Verstehst du, was ich meine? Ich will jetzt keine Kinder schlecht machen, sondern einfach nur über das Phänomen reden, dass wenn man also, man hat also sehr viel mit der Technik zu tun gehabt. Man hat natürlich den anderen gehört, aber im Grunde haben die meisten Schauspieler eigentlich nur an ihren eigenen Satz gedacht, den sie gleich sagen müssen, weil dem, der da oben dann gesagt hat, dass der das richtig schön trifft. Was du feststellst, dass das heute nicht mehr so klingt, liegt meiner Meinung nach nicht an der Tatsache, dass wir geixt sind. Weil du hast, wenn du geixt wirst, den großen Vorteil, dass du konzentriert deine Rolle durcharbeiten kannst. Vielleicht solltest du ganz kurz noch erklären, was geixt heißt. Ich glaube, damit kann nicht jeder was anfangen. Heißt, dass man alle Rollen einzeln aufnimmt. Also deswegen, wir sehen uns nicht mehr, weil, und das können wir, ich erzähle es gleich am Beispiel. Weil dieses Xen ist quasi von Haus aus nicht unbedingt schlechter, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den 8. Teil von Star Wars nehmen, den wir in Berlin gemacht haben, mit Björn Schaller, der unser Regisseur und Textautor war, dann haben wir uns so viel Zeit genommen und haben so konzentriert gearbeitet, dass ich behaupten möchte, dass, ich nehme ein Beispiel jetzt gerade, weil wir vorhin den Namen gesagt haben, Martin Umbach in der Orient Express, wo er den Kenneth Branagh als Poirot spricht. Mhm. Das ist so hervorragend. Wenn du dir den Film anguckst, ich habe hinterher überlegt, Moment mal, das war ja dann doch gar nicht deutsch. Also ich als Profi habe nicht einmal gesehen, dass synchronisiert worden ist. Das liegt daran, wie viel Geld du in die Hand nimmst und wie viel gute Leute du besetzen kannst. Und das ist heute halt eben leider, dass viele, viele Produktionen, es ist ein sehr großer Wettbewerb, es ist große Kalkulationsprobleme. Also ich kriege zum Beispiel Angebote, du pass mal auf, wir haben so einen Bundle gekauft, da kommt in so einem DVD, da kommt dann der Mark Hamill vor. Das hat er so in den 90ern gedreht, der hat da 30 Takes. Bist du zufällig in Berlin? Sag ich, nee, ich bin jetzt nicht zufällig in Berlin, ich bin in München. Ja, das ist schlecht, sag ich, ja, okay, ich meine, ich würde dafür kommen. Ja, aber wir können keine Reisekosten zahlen.
So, dann wird also die 30 Takes von Mark Hamill, wird jemand anders in Berlin sprechen, weil die nicht mal die 150 Euro haben für, ich weiß nicht, Benzingeld. Also jetzt okay. Kannst du euch vorstellen, wie das heutzutage abläuft. Dann gibt es natürlich die größeren Produktionen. Bei Bixi Bear haben sie mich dann geholt nach Berlin und bei Star Wars ja auch dann. Also, aber verstehe ich schon, worauf ich hinaus will. Aber du ich könntest glaube, dass es ja heute genauso gute Synchronisationen gibt wie damals, vielleicht bessere. Aber eben, das müssen dann eben gute Leute sein und es muss ein gutes. Es fängt ja nicht damit an, dass der Sprecher gut sein muss. Du musst ja erstmal musst du Geld in die Hand nehmen, um erstmal eine gute Rohübersetzung zu bekommen. Dann musst du den Dialogautor musst du gut bezahlen. Dann hast du die guten Leute. Die machen dir schöne Texte, die sehen sehr gut aus. Dann gehst du ins Studio, brauchst einen guten Regisseur, der ein gutes Ohr hat. Und es kostet alles Geld. Und natürlich gibt es auch viele Leute, die kriegen weniger. Das hört man dann manchmal. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen zurück so in die Anfänge des Synchrons. Und du hast ja dann auch schon, wie du vorhin schon erwähnt hast, schon als Kind schon deine ersten Rollen gehabt und bist dann auch relativ schnell da reingekommen. Wenn man mal so, und da meine ich jetzt gar nicht vielleicht so die Technik, sondern vielleicht so die, ich sag mal, die Haltung vom Extrem der Rainer Brandt-Schnodder-Synchro angefangen vielleicht bis zu dem läppischen Voice-Over, wo man einfach nur was drüber quatscht. Aber du meinst meine berufliche Haltung, Position dazu? Ja, also auch früher, also hat sich da vielleicht ein bisschen was geändert? Oder sagst du, okay, ich meine, die Zeiten haben sich ja offensichtlich geändert, weil ich sag mal, so eine Rainer Brandt-Synchro, wo man Filme komplett sinnentstellt, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist korrekt, ja. Also das war ja eine gewisse Zeit, das war, wisst ihr ja, Tennisschläger, Kanonen und was es da alles gab, die zwei. Und Terence Hill, Bud Spencer-Filme waren auf der ganzen Welt kein Erfolg, nur in Deutschland, weil die die lustigen Sprecher hatten. Also das war also eine ganz eigene, das war schon eine Kunstrichtung, kann man sagen. Aber du wolltest, glaube ich, da auf die Haltung hinaus, dass man, wie man rangeht, dass man sagt, oh, das ist ein Kommentar, es geht über Ameisen, da gebe ich mir keine Mühe oder sowas. Ist das deine Hintergrund? Ja, also das. Also nicht keine Mühe, aber dass man sagt, das haue ich so weg. Ja, das ist bei uns so eigentlich das nicht. Das genau, gibt es eigentlich auch bei niemandem, in der ganzen Branche nicht, weil wir geben uns immer, wirklich immer. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nee, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass man halt auch früher eben teilweise auch übersetzt hat, dass es, oder andersrum, du hast früher den billigen Lacher mitgenommen, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, und guckst heute, dass es möglichst genau ist. Und wenn du jetzt im Prinzip so sagst, naja, ich spreche sowieso alleine ein, dann frage ich mich, wieso musst du überhaupt nach Berlin? Hättest du es nicht in München einsprechen können? Theoretisch, ja. Wir das haben sind ja Dinge, die sich dann ändern. Ne? Ja, wir haben also mittlerweile Serien, wenn wir zum Beispiel Family Guy machen oder die Simpsons, dann waren die Hauptcasts, weil die mal hier in München angefangen haben, sind immer noch hier. Aber dann ist zum Beispiel die Elisabeth Volkmann gestorben, dann hat eben Anke Engelke es übernommen. Da geht man dann eben nach Köln in der Regel, weil sie sich da aufhält. Oder als der Homer Simpson gestorben ist, unser Norbert Gastel. Gut, das ist jetzt der Jablonka, ist jetzt auch Münchner. Aber also es sind einige Rollen, sind langsam nach Berlin gegangen, weil die Firmen, die die Arena-Synchron, die diese beiden Produktionen macht, sitzt in Berlin hauptsächlich. Und die geht dann mit den Münchner Schauspielern hier in München ins Studio, weil die Reisekosten eben das Große sind. Also gehen sie eben eine Woche nach Berlin und eine Woche nach München. Mhm. Und der Regisseur fährt nur einmal rüber. Das ist der Unterschied. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach du, wir plaudern einfach so ein bisschen. Ich wollte eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, ob es so, aus, ja, den, ich, aus den 70ern ich bis heute, wie so da so die Entwicklung war. Also gut, heute stehst du alleine, das haben wir jetzt verstanden. Ja. Aber wie hat sich denn vielleicht was auch, sagen. Ich, weil du sagst, du bist ein guter Regisseur und so weiter. Ne? Also Mühe gegeben. Entschuldigung, ich versuche nochmal zu unterbrechen. Deine Frage war ja, warum man das nicht in München und in Berlin aufnimmt. Bei solchen Sachen geht das mittlerweile. Bei Star Wars oder den großen Blockbustern, dann sagen natürlich die Auftraggeber, wir möchten, dass in demselben Studio alle Leute aufgenommen werden, weil es sind andere Mikrofone, es ist eine andere Charakteristik. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie dass es nicht von der Geheimhaltung quasi erfasst wird, wie wir quasi aufgenommen haben. Wir haben nicht so aufgenommen, wie wir es normalerweise machen, mit einem normalen Mikrofon und dann hast du dein Pult und dann ist dann das Buch drauf. Das Buch war an der Seite, damit es keine Reflexionen gibt. Wir hatten zusätzlich ein Mikrofon, was am Körper befestigt wurde. Also es war auch schon da ein ganz anderer Aufwand und das machst du dann natürlich nur in einem einzigen Studio, das alle gleich klingen. Und deswegen gibt es also da diese Unterschiede. Es gibt natürlich billigere Produktionen, die kann man auch in verschiedenen Studios aufnehmen. Ja. Siehst du denn,
Was sieht man von einem Film? Vielleicht bleiben wir wirklich mal bei Star Wars. Ich will dich überhaupt nicht auf deine Mark Hamill-Rolle reduzieren. Nur wir haben natürlich Hörer, die jetzt weiß Gott nicht dein ganzes Oeuvre kennen. Und das eben das ist, was man jetzt so am meisten einfach auch selber präsent hat. Was sieht man als Synchronsprecher? Und du hast ja nun weiß Gott in allen Filmen eine tragende Rolle gehabt. Jetzt mal den siebten aus. Bis auf sieben. Oder nicht? Genau, bis auf sieben. Was sieht man als Synchronsprecher von einem Film? Und wie viel, also gehst du dann raus und sagst, oder grundsätzlich gehst du aus so einer Synchro dann raus und sagst, oh, das wird ein toller Film, oder sagst du, mein Gott, was ein Schwachsinn, oder hast du bei Star Wars schon gemerkt, Mensch, das wird aber hier ein Knaller, was kriegt man als Synchronsprecher mit? Gut, fangen wir damit an, dass wir 78 ja die Folge 4, 5 und 6 aufgenommen, 78, 80, 81, 82, und das waren andere Zeiten. Dort gab es keine Smartphones. Und deswegen gab es auch das Problem, und Internet gab es ja auch noch nicht, also jedenfalls nicht kommerziell. Und insofern bestand überhaupt keine Gefahr. Wenn du eine Raubkopie machen wolltest, musstest du mit einer 8- oder 16mm Kamera kommen, das wäre aufgefallen. Und insofern haben wir, als wir noch damals, also ich bei Star Wars weiß ich, haben wir den Film nicht gesehen vorher, aber es gab schon damals etliche Filme, wo man Hauptrollen synchronisiert hat. Da hat man ab und an mal den ganzen Film vorher gesehen, im Original im Schwedischen oder sowas, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das war zu der Zeit noch üblich, weil es ja, wie gesagt, nie die Gefahr einer Hauptkopie bestand. Und dann ging es so langsam los in den 90ern und mittlerweile, jetzt gehen wir mal auf den achten Teil, es ist alles geheim. Es ist, also ich durfte bei dem Trailer, den ich aufgenommen habe, dieses, die Zeit der Jedi ist zu Ende, dieses Ding, und auch davor die anderen, die macht es stark in meiner Familie, das waren alles Dinge, wo ich einen Vertrag unterschreiben muss, dass ich nicht mal meinen engsten Familienmitgliedern sagen darf, was ich heute Nachmittag gemacht habe. Meine, wer sich daran hält, muss man auch überlegen, ob man sich das leisten kann oder ob die Frau sich entscheiden lässt, wenn sie sagt, Schatz, wo warst du heute Nachmittag? Dann sage ich nicht. Also das kann natürlich auch zu Problemen in der Ehe führen. Aber grundsätzlich ist es dir untersagt, irgendwas davon preiszugeben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, als dann der achte Teil kam, und man mich angerufen hat und gesagt, du, pass auf, du kommst dann nach Berlin, wir fangen erst mittags an, du kommst morgens, kannst du dir den Film angucken. Was, den Film angucken? Ja, du kannst den Film angucken. Ich hab natürlich gleich drei Luftsprünge gemacht und so. Gut, also ich bin dann hingefahren, dann kam ich in die FFS und dann kam der Aufnahme und sagt, ach, grüß dich, hier, so, pass auf, wir gehen da hinten, das ist die Vorführung, ich habe jetzt leider keine Zeit, ich kann mich jetzt nicht dazusetzen. Ja, und die anderen? Die anderen haben gestern Abend geguckt. Also ich bin jetzt alleine. Ja, pass auf. Dann sind wir in den Raum rein. Und dann gesagt, pass auf, wie gesagt, ich kann jetzt nicht. Hier ist Start, da ist Stopp. Hier kannst du Pause machen, wenn du aufs Klo musst zwischendurch. Ja, und da kannst du wieder starten. Ne? Also bis nachher. Sag ich, ja, mein Handy. Nein, kannst du behalten. Was ist denn hier los? Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, und dann habe ich dann auf Start gedrückt, dann wusste ich's. Ich habe ein Hörspiel gehört. Und ab und zu ging mal irgendwo so eine kleine Blase auf, dann hat man ein Gesicht gesehen. Alle Artics, so wie Snoke, was der da macht, oder nichts, gar nichts gesehen. Aber die Soundeffekte hast du gehört. Du hast natürlich auch die ganzen Stimmen gehört. Aber ich habe ein Hörspiel gehört. Ein englisches Hörspiel. Und das war dann natürlich auch klar, warum ich da alleine sitzen durfte. Und bei der Arbeit nachher siehst du dann schon mehr. Aber es ist auch noch alles grau oder schräg drüber. Quasi Raubkopie bei aufgenommen im FFS-Studio oder irgend sowas. Verstehst du, was ich meine? Dann kam noch der Cutter und sagt, Entschuldigung, Georg, ich habe das falsche Buch reingetan. Wieso haben wir andere noch? Nee, hier, nur komm. Dann habe ich so geguckt, jetzt ist doch alles das Gleiche. Nee, guck mal hin. Da steht doch so ganz hellgrau auf weiß, steht doch so ganz leicht so quer drüber Cutterbuch. Und du hast das Sprecherbuch. Und drüben, die haben das Regiebuch. Aha. Ja, wenn ich jetzt ein Foto mache von dem Text, Sprecherbuch, der Cutter, so. Also, die sind so paranoisch, aber andererseits muss man es auch verstehen. Es gibt ja so viele Leute, die da dann auch gerne mal eine Mark mitverdienen, indem sie irgendwelche Geheimnisse ausplaudern. Ich würde nie spoilern, weil ich bin selber Fan. Also, ich bin mittlerweile Star Wars Fan, muss ich sagen. Insofern, da kommen wir nachher noch drauf mit den Conventions. Warum das so ist. Es liegt nämlich an den Fans, dass ich Fan geworden bin, nicht an den Filmen. Und aber da kommen wir alles auch später drauf. Was ich sagen wollte, war, dass es eben so geheim ist, dass du wirklich, ja, du kannst gar nichts, du siehst gar nichts. Und ich sehe natürlich auch nur meine Takes. Ich sehe ja nur diese 150, 160 Sprachtakes, die der Mark Hamill gesprochen hat. Das ist wirklich
Szene, dass wenn sie ihm das Schwert gibt und er schmeißt es hinter sich, das ist ein No-Go, finde ich, dann ist es so. Wir spielen an dieser Stelle Applaus ein. Ja, dann ist es so, dann, das sehe ich ja nicht. Ich sehe den Moment, wo er sich umdreht und irgendeinen Grunzlaut von sich gibt. Und dann sehe ich, dann höre ich im Off, ich sehe die Ray, die dreimal mit der Faust gegen die Tür haut, und dann muss ich aus dem Off sagen, verschwinde oder geh weg oder irgendwie sowas. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich habe immer nur diese Sätze. Ich sehe von dem Film sowieso gar nichts. Wenn ich irgendwo einen Anwalt CSI spreche, der 30 Ticks hat, ich habe meine Sätze. Ich weiß ja nicht mal, neulich hat mir eine gesagt, du hast da diesen Massenmörder verteidigt, sag ich, was für ein Massenmörder. Ja, ich sehe den Massenmörder ja auch nicht. Also ich habe ja keinen Dialog mit dem, ich rede mit dem Richter, sehe meine Ticks und dann gehe ich wieder aus und weiß noch nicht mal, dass es CSI war, was ich gerade gemacht habe. Und ist es da denn genauso jetzt, also ist es härter geworden als früher, dass man wirklich nur diese Massenaufnahmen, also hört sich böse an, Massenaufnahmen macht? Wir haben Ensemble, in denen sich die Leute. Es gibt also Ensemblesprecher, auch um reinzukommen, wenn eben gerade die, von denen ich vorhin geredet habe, die kann man nicht auf Rollen besetzen. Die kommen erstmal ins Ensemble und das sind dann die Leute im Hintergrund, wenn jetzt da, ich weiß nicht, das Hochhaus zusammenstürzt, die dann irgendwie sowas machen müssen und so, und da ist einer groß im Bild, der sagt, weg hier! Und so, und dann da fangen die mit an. Und dann kriegen die ein Gefühl, dann kriegen sie die Informationen, wie das überhaupt funktioniert. Wenn der Cutter sagt, du, gleich auf 4, und wenn du natürlich nicht vom Fach bist, dann sagt, was heißt auf 4? Und diese ganzen Fachbegriffe, die kriegst du dann mit, wenn du Ensemble machst, und so nach dem, je nachdem, wie geschickt sich Leute anstellen, können die nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, fangen die an, so kleinere Rollen zu sprechen, und wer sich da durchsetzt, der spricht dann auch später große Rollen, ne? Aber ist es so, dass es dann, also war es früher anders? Hat man es früher anders aufgenommen? Konntest du früher die Filme sehen? Hatte ich gesagt. Also in den 70ern war das kein Problem. 60er, 70er Jahre, wenn eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel American Graffiti, da habe ich den Richard Dreyfuss gesprochen. Und Kurt hieß der, glaube ich. Komisch. Dass man so aus der. Den hast Kindheit, du noch präsent, da, ja. Was ich gestern gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Aber das, ja, egal. Da haben wir den Film zum Beispiel gesehen. Oder was habe ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich. Also ab und zu siehst du deine Filme damals. Aber wie gesagt, wegen der Raubkopiergefahr ist es absolut nicht mehr möglich. Aber ist es dann nicht unglaublich schwer? Also zum Beispiel, ich habe selber ab und zu mal im Tonstudio als Produktmanager meiner Gameszeit, ich sage mal in Anführungszeichen, Regie geführt. Mhm. Ein größeres Projekt, das war ein Adventure, was wir gemacht haben, da hatten wir unter anderem Oliver Rohrbeck und Thomas Danneberg als Sprecher. Ihr habt ja gerade ja nicht die schlechtesten gehabt. Nicht die schlechtesten, Gott sei Dank. Und die waren auch so professionell, dass gerade der Oliver Rohrbeck mir von jedem Satz 4 oder 5 oder 6 Versionen angeboten hat. Ja, richtig. Also ich kann das auch so sagen und ich kann das auch so. Ah, warte mal, ich könnte auch noch so. Und am Ende hatten dann praktisch die Leute, die dann das fertige Spiel zusammenbauten, wirklich eine Fülle an Auswahl, wie dieser Satz jetzt intoniert und gesprochen wurde. Was ich ganz oft feststelle, gerade in der Game-Synchro, das natürlich besonders schwer ist, weil du hast ja nicht mal irgendwas, wo du drauf gucken kannst, sondern du hast im besten Fall einen Produktmanager, der in der hoffentlich sein Spiel kennt, das kommt leider auch nicht oft vor, und der dem dann sagt, pass mal auf, du musst das jetzt so und so sagen, und weil in der Szene passiert das und das, oder diese Soundschnipsel wird eingespielt, wenn der Bauer hinten links, den du zur Seite schubst, irgendwie was sagt. Und dann kommen halt dann ganz oft auch in der Synchro dann falsche, ich sag mal, Intonierungen. Also der Satz wird dann, hau ab, ja, gesagt, dabei soll das eigentlich in dem Moment irgendwie eher nett oder lustig gemeint sein. Mir frustriert so, ja, hau ab. Ja, genau. Ja, ja. Und jetzt stelle ich mir das aber beim Film genauso vor. Also wenn du, meine Vorstellung, bis wir jetzt gerade sprechen von Synchron, war, du stehst vor dem Mikro, da ist die Leinwand und dann kommt der Countdown, piep, 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 und dann siehst du, was da ist, und dann agierst du dazu und sprichst. Aber jetzt verstehe ich das ja so, dass du bei so großen, es ist vielleicht die Ausnahme bei so großen Produktionen, aber dass du ja dann nicht mal das Bild wirklich siehst. Das heißt, wer sagt dir denn, soll ich dich mal unterbrechen? Was da passiert? Ja. Du hast mich völlig falsch verstanden. Ach so. Was ich erzählt habe, war beim Angucken des Films, dass die da keinen Film gezeigt haben, sondern es war grau. Ich habe den Ton gehört. Wenn ich arbeite, sehe ich natürlich. Ach so, okay. Ich dachte, beim Arbeiten wäre es auch grau gewesen. Im Gegensatz zu den Spielen. Wenn ich meine Lines mache, kriege ich im besten Fall vielleicht irgendwie eine Grafik, wie die Figur später aussehen wird oder sowas. Mhm. Und dann, du hast es dann gemacht, dann weißt du, wie das läuft. Mit den Lines wird es viel schneller gearbeitet.
Und wir haben selbst bei Battlefront, also was ja nun auch eine teure Produktion ist, war der Regisseur insofern völlig überfordert, sagt, du, ich habe gestern Nacht die Lines bekommen. Ich habe mir gerade mal so drei Viertel durchgelesen. Ich bin noch nicht mal ganz durchgekommen, weil es sind ja 800 oder so. Mhm. Ja, wir machen jetzt quasi einen freien Flug hier. Müssen wir mal gucken. Und dann das hast heißt, du ja, ihr müsst raten, was da passiert ist. Jetzt kommt es. Wir haben einen O-Ton, der nicht Mark Hamill war im Original. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Und der dann irgendwie gesagt hat, watch out! Und dann musst du die Professionalität, dass du ungefähr, pass auf! Das ist bei diesen zwei Wörtern ist es relativ einfach, dass du ungefähr genauso lang bist. Ja. Aber wenn du natürlich auch Sätze hast wie, schmeiß mir mal das Lichtschwert drüber, ich muss unbedingt hier den Kopf abhauen und sowas, weißt du, was ich meine? Dann musst du ja auch sehen, du musst ja in dieser Pfeillänge bleiben. Mhm. Und ich höre jetzt als Originalton, und wie wir ja wissen, ist Englisch und Deutsch nicht unbedingt immer sehr kompatibel, was die Länge. Engländer können oder Amerikaner können natürlich sehr viel kürzer was ausdrücken oft. Dann hast du im Deutschen natürlich, um es verständlich zu machen, mehr Text. Also musst du im Geiste schon mitreden und feststellen, oh, du musst aber um einige schneller sein als er. Und das ist unsere Professionalität. Wenn du mit Oliver Rohrbeck gearbeitet hast, dann wirst du das erlebt haben. Dass wir so auch quasi, wir können, bei uns geht es dann um Felder. Wir sagen, du hast noch 5 Felder, du hast noch 10 Felder Platz. Dazu muss man sagen, eine Sekunde hat 25 Felder. Eine Sekunde hat 25 Felder. Und wir können also auf Bild genau quasi 5, 6, 7 Bilder genau auf eine Viertelsekunde, Viertelsekunde sowas sprechen wir dann. Das ist die Technik. Dazu kommt, dass du natürlich, deswegen gibt es ja auch gute und sehr gute Leute, dass man eben, soll ich sagen, empathisch ist für die Situation. Wenn da eben steht, he's jumping behind the rock, trying to get a shelter oder irgendwie sowas, dann weißt du ja schon, und da hast du schon die Situation vor Augen. Mhm. Du hast ja nur die englischen Anweisungen immer ganz kurz rechts dran, meistens, nicht immer. Also manchmal haben wir auch da gestanden, was du gerade gesagt hast, und haben dann irgendwie, dann steht da irgendwie, dann hörst einer, ah, oder was? Du sagst jetzt, ja, schlägt dir jetzt gerade mit dem Schwert zu? Oder genau, ja, genau so was meine ich. Ja, ja. Beim Fingernägelschneiden ins Fleisch geschnitten oder ist ihm beim Tomateessen irgendwas auf den Boden gefallen? Also das wissen wir dann nicht. Ne? Das ist wirklich diese Unwägbarkeit. Also diese Erfahrung hat mich auch wirklich gelehrt, dass die Produktqualität, sei es jetzt beim Computerspiel oder sei es eben auch bei dem Film, dramatisch mit der Qualität der Sprecher steigt. Also du hättest das gleiche Spiel mit No-Names machen können. Es wäre zwar natürlich von der Mechanik her das gleiche gewesen, aber es wäre einfach nicht das gleiche Spiel in dem Fall gewesen. Und auch bei einem Film, denke ich mir, und dann gerade was du vorhin gesagt hast, dann sind sie die 150 Euro oder 200 Euro, haben sie dann wollen sie dann nicht ausgeben, ist meiner Meinung nach komplett am falschen Ende gespart. Also da wird so viel Unsinn teilweise produziert, wo man hätte sparen können, aber am Sprecher sparen ist wirklich immer, ja, aber vielleicht muss man es einmal auch selber erlebt haben, dass man, wenn man damit so Profis arbeitet, dass das einfach eine ganz andere Qualität ist, als zu sagen, ey, hier, Markus, sprich doch gerade mal eben den Satz ein, weil du stehst halt gerade hier und kannst dir gerade einen Satz sagen. Und das ist eben nicht so. Also ich könnte es nicht. Also bei mir wäre es eher so, oh, Herr Kommissar, eine Leiche. Naja, das Problem ist einfach, dann können wir mal darüber reden, wie die sehr, sehr guten Leute arbeiten. Synchron, wir reden ja jetzt vom Synchron, also jetzt nicht von den Stilen, da musst du ja sehr viel Technik haben, du musst sehr viel Rhythmus haben, du kommst ins Studio und dann sagt der Regisseur, pass auf, du bist ein Mafioso, oder er sagt, pass auf, du bist ein Anwalt. Ich zeig dir mal 3, 4, 5 Takes, dann siehst du den Typ, wie der aussieht, und jetzt in der Zeit, das redest von ganz vielen Dingen, die im Hinterkopf ablaufen, die ich nicht denke, sondern die meine Berufserfahrung denkt. Mhm. Und ich habe sofort ein Bild, ich sehe sofort, der hat ungefähr 90 Kilo, muss ich sofort ein bisschen schwerer werden mit der Stimme. Darüber denke ich nicht nach, das mache ich dann. Wenn es ein dünner ist, dann werde ich automatisch ein bisschen schlanker in der Stimme auch. Weil ja, ne, meine, so, darüber denke ich gar nicht nach. Dann sehe ich die Art und Weise, wie er spielt. Ob er mehr immer so zögerlich ist oder so, das kriege ich so ganz sofort mit. So, und dann geht's los. So, okay, wir sind bei 304 in der vierten Folge. Dann schlägst du erstmal das Buch auf. Während du das Buch aufschlägst, diesen Take suchst, läuft im Hintergrund schon der O-Ton ab. Hey, come on, I show the way back to the highway. So, das hörst du so gehört. Darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich habe innerlich jetzt schon, hat mein Hirn schon begriffen, das ist ungefähr so lang der Satz. So, jetzt gucke ich mir das an. Jetzt habe ich den Take aufgeschlagen. Jetzt sehe ich hier, kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg zurück zum Highway. Jetzt habe ich das gelesen, es kommt schon wieder, wir haben auch keine langen Startbänder, der Take ist zu Ende, dann kommt, Achtung, 1, 2,
3 und das wieder der Tet. Früher war ja immer Metro-Goldwyn-Mayer noch. Und 8, also hat eh viel länger gedauert. Da konnte der Cutter was sagen, da konnte der Regisseur was sagen. War 5-mal probiert, 5-mal aufgenommen. Heute in der Zeit hast du den halben Film synchronisiert. Geht wahnsinnig schnell. Und jetzt beim nächsten Durchlauf sprichst du schon mit. Während ich spreche zu meinem Satz, ich bin auch schon in der Rolle drin, aber ich gucke sofort, der erste war ein bisschen zu lang, der zweite ein bisschen zu kurz, den dritten musst du ein bisschen früher anfangen. So, dann kommt die nächste Aufnahme und dann mache ich das so. Und jetzt kommt das Witzige, da hört es bei vielen, vielen Leuten auf, dass sie diese Technik dann irgendwann gelernt haben und konzentrieren sich auf die Technik. Und das, was du bei Herrn Danneberg oder bei Herrn Rohrbeck erleben wirst, ist, dass die über diesen Punkt hinausgehen. Sie denken nicht über ihre Technik nach, über die Länge nach. Das haben sie im Blut. Das haben sie in der Routine. Sondern die gucken jetzt, wie spielt er? Mir passiert es auch, dass ich sage dann, kommen Sie, ich zeige Ihnen, dann breche ich schon ab, sage ich, nee, ich bin viel zu hart eingestiegen. Das sehe ich sofort. Ich sage, kommen Sie, ein bisschen freundlicher. Weißt du sowas? Wenn du kein guter Schauspieler bist, dann muss dir das der Regisseur sagen. Ja, eben. Also gut, also das, man kann ja nicht alles erklären, aber vielleicht haben sich die Leute so ein bisschen so ein Verständnis, wo dann der Unterschied zwischen den letzten 3% und den anderen Sachen. Und ist es denn so, ich meine, du bist ja jetzt schon wirklich lange im Business unterwegs. Was würdest du denn meinen, wie lange es bei dir gedauert hat, dass dieses im Blutsein dazugekommen ist? Das war bestimmt, also ja, ich denke mal, ich habe als Kind angefangen mit 8, ich denke mal, dass du so anfängst, so mit 15, 16 über diese Sache selber richtig nachzudenken. Bis dahin machst du das, was dir der Regisseur sagt, bist ein Kind. Dann kommt so die Phase der Jugendlichen und dann kommt die kleine Phase der Überheblichkeit, weil man denkt, man ist der Größte, man hat Synchron erfunden und dann hast du zum Glück wie ich gute Freunde, die dann einen richtig, aber richtig runterholen, aber wirklich auf den Boden setzen. Ich habe wirklich einen Abend richtig mal ganz schwer geknabbert, weil mein guter Freund Hack Kennstedt, der den Malkovich zum Beispiel spricht, der dann irgendwann gesagt hat, da war es, glaube ich, bei den Wardens war es. Ich musste ganz kurz, ich erzähle jetzt was aus meiner, ich blamiere mich jetzt ein bisschen, und zwar, wir haben 1974 angefangen mit den Wardens, ich bin bis in die 80er hinein. Und dieser John Boy hatte ja eigentlich jeden Satz in dem Film, also fast jeden. Und weil es eben so eine große Serie war, wir hatten 400 Folgen oder weiß ich es nicht mehr genau, da hatten wir 2 Regisseure, 2 Cutterinnen, 2 Tonmeister, die sich immer abwechselten. Eine Woche die anderen die. Und dann war Heinz Engelmann und der Kronshagen waren die Regisseure und das passierte so ganz am Anfang, dass ich dann irgendwann hatte der Herr Engelmann gesagt, Dollars. Und dann hatte der Kronshagen in seinem Buch stehen Dollar. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, Herr Kronshagen, der Herr Engelmann hat gesagt, Dollars letzte Woche. Ach so, ja gut, dann müssen wir auch Dollars sagen. Also es fing an, dass ich so anfing zu koordinieren. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ging dann immer weiter, so dieses, ich musste es ja den Leuten sagen, die wissen, die waren ja letzte Woche nicht da, ich kenne ja den Film, das ist falsch betont, Kollegen, ne? Und dann war Hansi Jochmann im Studio gewesen und die kannten mich auch schon seit Ewigkeiten, das ist die Jodie Foster Stimme. Und eine Woche später, wir waren immer, am Wochenende sind wir immer schön auf die Piste. Und ich rufe den Hacki an am Freitagabend und sage, du Hacki, wie sieht's aus morgen? Nee, du hast keine Zeit. Und Sonntag? Nee, Sonntag eigentlich auch nicht. Und mir war so komisch. Ja, okay, dann vielleicht nicht so. Und bevor wir aufgelegen haben, nee, verdammt nochmal, ist scheißegal jetzt. Komm, Georg, pass mal auf, ich muss dir was sagen. Ja, was ist denn? Die Hansi Jochmann war letzte Woche bei euch im Studio. Und die hat gesagt, was ist denn mit dem Punchline? Du bist ja ein richtiges Arschloch geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kenne den Georg, der ist kein Arschloch. Doch, der ist ein Arschloch. Und ich muss ihr sagen, vorgestern war ich bei euch. Und sie hat recht, du bist ein Arschloch geworden. Was fällt dir ein? Wie benimmst du dich? Du sprichst Kollegen die Texte vor. Sag mal, hast du sie noch alle? So kannst du dir vorstellen, das war ein trauriges Wochenende. Da muss man erstmal schlucken. Ich habe nicht gleich gesagt, oh danke, dass du mir das sagst. Ich habe ihr so, ja bitte, ja gut, dann leck mich doch aufgelegt. Und dann habe ich so vor mich hingekocht. Am Samstag, am Sonntag. Dann bin ich montags wieder ins Studio. Und ich war noch nicht dran, ich hatte noch 3 Ticks Pause. Die gestandenen Schauspieler standen da vorne vom Schillertheater, Bettina Schön, Helmut Wild. Die fingen an zu reden und ich wollte, und habe mir auf die Zunge gebissen. Und habe mir wirklich 10-mal in den nächsten 5 Minuten die Zunge gebissen. Und dann war es so wie, weißt du, wie mit dem Rauchen, wenn du mal wieder eine rauchen willst, da war es dann vorbei, dann ging's.
Ja. Und das hat aber zur Folge, dass dann alles ein bisschen irritiert war und dann hat man erst ein Band, damals hat man auch Bänder aufgenommen, und lustige Sache, heute ist ja alles elektronisch, da wurden also die Bänder dann auch gewechselt, es gab einen Bandwechsel, da hat man immer so 5 bis 10 Minuten Zeit gehabt und dann ging man meistens in die Kantine, holte sich Mineralwasser und ging wieder zurück. Und in dieser Pause, in der ersten Pause am Montagvormittag, kam dann der Aufnahmeleiter zu mir und sagt, hey Georg, sag, grüß dich, was? Und? Alles in Ordnung? So, das ist gut. Ja, der Engelmann hat mir gesagt, irgendwie, du wärst heute so ganz anders. Irgendwie. Also auf Deutsch, es kam raus, alle haben gedacht, was ist denn aus dem geworden? Und keiner hat es mir gesagt. Ich hatte das Glück, dass ich gute Freunde habe, die mir das gesagt haben. Ja. Und daran liebt es wieder. Und das war für mich eine sehr lehrreiche Erfahrung. Mhm. Ich war damals 20 gerade. Ne? Ich will mich jetzt nicht rausreden. Aber der Richard Thomas, den du da als Johnboy gesprochen hast, der hat ja. dich ja auch ähnlich wie Mark Hamill dann durchaus begleitet, denn in The Americans sprichst du ihn ja wieder. Richtig, genau. Also ab und zu hat man mich dafür auch eingeflogen, auch wenn er andere Filme gedreht hat, den S zum Beispiel oder so, war er ja auch. Stimmt, den S ist ja auch, ja genau, richtig, ja. Also ja. Ab und zu hat man mich eben auch nach Berlin geholt. Entwickelt man da so ein bisschen auch, wenn man eine Rolle öfter spricht oder einen Schauspieler öfter spricht, so ein paar Besitzansprüche oder gefühlte Besitzansprüche? Das ist jetzt mein Charakter. Ich muss jetzt Luke Skywalker sprechen, weil ich immer Luke Skywalker gesprochen habe. Oder entwickelt man auch später so eine professionelle Distanz dazu? Sehr interessante Frage, weil wir haben ja überhaupt keine Anrechte. Das heißt, also ich hab nichts gegenüber Disney, weil sie sagen könnte, du, ich spreche jetzt Mark Hamill, ich möchte noch im nächsten Film wieder sprechen. Das ja. gibt es nicht. Es gibt keine Verträge, die über die Produktion hinausgehen. Und insofern kann man jederzeit unbesetzt werden, was wir auch erlebt haben bei Pirates of the Caribbean, wo dann der vierte Teil nicht mehr von Marcus Off gesprochen wurde, Captain Sparrow. Also selbst in solchen Fällen gab es dann, glaube ich, einen ziemlichen Aufstand. Also Disney ist auch ein bisschen vorsichtiger geworden, Leute so mal schnell umzubesetzen. Aber, also man hat dann schon quasi Feststimmen. So. Das heißt aber, ich habe eine Feststimme. Unsere Prinzessin Leia, die Susanna Bonasiewicz, ist ja auch die Isabelle Huppert zum Beispiel. Aber was ich vorhin erzählt habe, dann sind es irgendwo 30 Keks und dann sagen, das können wir nicht bezahlen, tut uns leid. Also nicht meine Gage, sondern wir haben die Reisekosten nicht, 450 Euro. Ja, dann spricht es jemand anders. Also wir haben keine Macht darüber. Aber jetzt kommt was Interessantes. Insofern ist es, als Profi ist es dir dann auch egal. Also, ne, wenn ich jetzt Richard Thomas nicht spreche, ist auch nicht so schlecht. Aber wir haben ja dann die Ford-Trilogie, also ich muss dazu sagen, wir haben ja damals die 3 Filme aufgenommen, 78, 80, 81, 82, die im 4., 5., 6. Teil von Star Wars. Dann war ja 20 Jahre eigentlich Ruhe. Es war ja gar nicht, es war so ein kurzer Hype, aber dann war ja Pause. Und dann kamen ja die Prequels, über die ich jetzt eigentlich nicht reden möchte. Und ich meine, was ich immer noch nicht verstehe, ich mag meinen Kollegen Wolfgang Zipper sehr. Es geht nicht um den Kollegen. Aber wieso ein Android eine andere Stimme bekommt in der ersten, zweiten, dritten Folge und in der vierten, fünften, sechsten war es Haki Tenstedt, der den C-3PO gesprochen hat und dann war es Wolfgang Zipper in 1, 2, 3. Das kann mir, glaube ich, keiner erklären. Also es lag nicht, ich meine, ganz oft ist ja der Killer bei solchen Sachen, das ist ja auch durchaus so, man hört ja immer wieder, es scheitert dann am Geld. Also ich sage jetzt mal, die Version, die also in dem Fall vielleicht nicht, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber die Version, die ja dann von Filmstudios gerne kolportiert wird, ist ja dann, dass der Synchronsprecher es sozusagen mit seinen Forderungen übertrieben hat und dann hat man halt jemand anders genommen, was weiß ich, Bruce Willis bei Stirb langsam 3 oder so. Das ist ja so die Standardgeschichte, die dann immer gekommt. Ich habe ein wunderbares Beispiel, was es mir in Erinnerung geblieben ist, der Sprecher von Patrick bei SpongeBob. Mhm. Da war es ja auch irgendwie dann groß in den Medien, dass er irgendwie gewisse Forderungen gestellt hat und dann am Ende ausgewechselt wurde. Und ich meine, als Fan ist man da so ein bisschen enttäuscht, weil man an die Stimme gewöhnt ist. Aber aus Studiosicht kann man sehen, okay, jeder ist ersetzbar. Ja, dazu kann ich mal Folgendes sagen. Dann reden wir mal über Geld. Man hat eine Take-Gage. Die variiert vom Anfänger von 2,50 Euro für so einen Take bis eben zu den Spitzenleuten, die vielleicht 5 oder 6 Euro nehmen. Meine liegt bei 4 beim TV und 4,50 Euro bei Kino. Und dann hat man eine Grundgage, dass man hinfährt nach München von Tegernsee aus. Und das sind bei mir 75 Euro. Die meisten haben 60, glaube ich. Und Anfänger und so, die haben dann 50 oder teilweise 25. Wir reden also davon, dass wenn ich irgendwo 20 Takes spreche jetzt mit meiner Gage, dann sind das 80 Euro. Also 20 Ticks ist schon eine kleinere Rolle. Oder so mal 30 Ticks.
Dann sind wir bei 120 und dann kommt 75 dazu, bin ich bei 195 Euro. Ja? Das ist meine Gage. Das ist doch das gar nichts. Also ich verstehe das. Das ist nichts. Pass auf, jetzt kommt Folgendes. Ich habe jetzt, das, glaube ich, das zweite oder dritte Mal überhaupt bei Star Wars dann einen besonderen Charakter und weil Markus Off diese Klage gewonnen hat und weil das Gericht gesagt hat, die 50 besten Filme im Jahr sind für mich quasi überdurchschnittlich, da gibt es den Bestseller-Paragrafen, da müssen die entsprechenden Leute, die einen Mehrwert da geleistet haben, die müssen auch entsprechend bezahlt werden. Die können also Nachforderungen stellen. Also ich glaube, Markus Off, das ist um mal so, das sind alle eigentlich mehr Vermutungen bei, oder Gerüchte, aber die werden schon im Bereich der Wahrheit liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Gage ausgehe und hätte die jetzt genommen bei Star Wars, was ich früher genau so gemacht habe, die ersten zwei, drei Filme waren so bezahlt worden. Damals waren es eben 5 Mark oder 6 Mark pro Tag und 50 oder 60 D-Mark Grundgage. Das kannst du ja ausrechnen, hat 200 Takes der Mark Hamill gehabt. Dann habe ich also 200 mal 5 sind 1000, ne? Dann habe ich an 3 Tage oder 4 Tage haben wir dran gearbeitet, heute sind wir viel schneller. Heißt also, dann hast du nochmal 200 Mark dazu gehabt, hast du 1200 Mark bekommen für so eine Rolle. Für Mark Hamill. Ja? Also, und jetzt sind es vielleicht, sagen wir mal, dann 2000 Euro oder irgendwie sowas, wenn du eine große Rolle hast, als bei Marvel oder weiß ich was. Und nur diese Blockbuster, da kommen die jetzt langsam von selbst auf uns zu und sagen, ist ja eine große Geschichte und so, also da können wir ein bisschen mehr zahlen. Also wir reden aber, also nicht mal von 20.000, eher drunter. Bei Johnny Depp war das so, bei Markus Off, das wären regulär 3.000 Euro gewesen, weil er sehr viel redet in dem Film, so was ich gerade erzählt habe, mit solchen Gagen. Und dann hat er gesagt, ich möchte 5 oder 6. Mhm. Und da haben sie gesagt, nee, dann nehmen wir einen anderen. Das haben sie insofern teuer bezahlt, weil sie mussten ihm nachher, glaube ich, knapp 100.000 Euro zahlen. Ja, das 10-fache. Ich habe es gerade bei 10? Wikipedia nochmal nachgeguckt. Wenn es 100.000 waren, dann hätte er 10.000 haben wollen. Gut, vielleicht wollte er 10.000 haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Von diesen Summen reden wir. Mhm. Wir reden also nicht hier, wenn man sich überlegt, wir machen nur die Simpsons. Und in Amerika, die Leute haben mal gestreikt, weil sie pro Folge mit einer 500.000 Dollar nicht mehr zufrieden waren. Ja, als ich das also wovon reden wir hier? Ich wollte gerade sagen, eben, wovon reden wir? Das ist ja genau der Punkt. Also wir haben keine 240 Millionen Zuschauer, muss man auch sagen. Aber trotzdem, als Schauspieler kannst du eigentlich nicht reich werden. Muss man ganz ehrlich sagen. Egal, ob synchron oder normal Schauspieler. Weil du kannst es einfach ausrechnen, wir arbeiten ja nicht jeden Tag. Du kannst ja nicht jeden Tag drehen, du kannst ja nicht jeden Tag synchronisieren. Also in meiner besten Zeit habe ich jeden Tag synchronisiert. Aber wie gesagt, dann habe ich ja auch mehr verdient. Ich habe ja auch mittlerweile ein Haus. Aber verstehst du, was ich meine? Aber das habe ich auch nicht mit Synchron bezahlt. Das war mit Werbung, weil ich 20 Jahre lang wie ein blöder Werbung gesprochen habe. Da wirst du sehr viel besser bezahlt. Und da hilft es auch nicht, dass man, oder ich meine, es ist bestimmt ganz nett, dass man eine Serienrolle wie jetzt Wayne Smithers in den Simpsons hat. Da kann man sich ja so ein bisschen drauf verlassen, dass wenigstens da etwas Geld reinkommt. Alles andere ist ja dann wirklich auf gut Glück, dass man gewollt wird. Ja gut, also wenn du gerade Smithers sagst, ich habe es gerade durch meinen Freunden erzählt, wir haben so eine Con-Gruppe und was ich eigentlich nicht darf, ich habe mal die Dispo fotografiert in der nächsten Staffel. Ein Take Smithers. Oh. Dann hab ich noch 4 Takes irgendwie einen Arzt und noch 2 Takes irgendwie im Ober oder was noch, damit ich wenigstens 8 Takes zusammen bekam. Hm. Weil ich habe eine Mindestgage von 10 Takes, das heißt, wenn du mich für einen Take holst, musst du mir 10 bezahlen. Und dann versucht natürlich das Studio, wenn die jetzt nur 2 Takes haben, dann sagen die, okay, dann müssen wir noch ein paar andere kleine Rollen finden. Dadurch kam ich dann auch dazu, noch irgendwie Mafioso mal bei Simpsons zu sprechen oder Bubble Wackel. Das hängt dann damit zusammen, dass man, oh, der hat so wenig, der Smithers. Okay. Also wenn ich mich darauf verlassen würde, dass ich jetzt, sage ich mal, also Mindestgage sind dann eben, kannst du ausrechnen, damals waren es 3,50, sind 35 Euro und also ich kann mich darauf verlassen, dass ich dreimal im Jahr 115 Euro verdiene. Ja, und zweimal Mindestgage. Dann machen wir mal, pass auf. Ja, und du kannst dich trotzdem nicht darauf verlassen, weil dein Charakter kann ja auch gerade heutzutage, also ich meine, jederzeit gekillt werden. Ja. Ja, natürlich, ja genau, richtig. Ja, ja also ihr merkt schon, also man wird als Schauspieler, nicht reich. Das heißt, das ist dann auch ein ganz großer Teil Leidenschaft der Leidenschaft, sonst würde man es nicht machen. Die Leute, die das machen beruflich, die fühlen, ich bin deswegen ja die Ausnahme, weil ich als Kind, ich habe es gesagt, ich wäre Finanzbeamter geworden. Mhm. Die meisten wollen auf die Bühne, die wollen sich präsentieren, sie müssen sich zeigen. Und wenn du mit diesem Anspruch rausgehst, dann bist du leidensfähig und musst auch leidensfähig sein. Weil wir arbeiten wirklich, also es gibt ja jetzt gerade, wir machen einen ganz kleinen Ausflug wieder zu unserem Sozialrecht,
weil es gibt eine Bestrebung, die Schauspieler von dem DFFS, Pressengruppe, also quasi Gewerkschaft der Schauspieler, die möchten gerne, dass die Schauspieler, die vor der Kamera stehen, dass die auch Arbeitslosengeld 1 beziehen können. Und da gibt es ja eine Regel, du musst in 2 Jahren musst du ein Jahr sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben. Das würde ja bedeuten, du musst jeden zweiten Tag drehen. Ja. Das schafft kein Mensch. Keiner. Ich habe über 400 Filme in meinem Leben gedreht und ich habe es mal zusammengezählt. Das waren 1680 Drehtage, sage ich mal, so ungefähr. Und wenn du das durch 56 Jahre teilst, dann kannst du das so. Und ich war einer der meistbeschäftigsten Fernsehschauspieler. Ich habe die meisten Episodenrollen im Derrick und im Alten gespielt. Stand mal in der Süddeutschen Zeitung. Weißt du, was ich meine? Also, ja. 4 Tatorte und weiß ich was. Und trotzdem, ja, du kommst eben vielleicht auf, weißt du, im Schnitt, wir reden ja vom Schnitt, vielleicht auf 5 bis 6 Tage im Monat, die du drehst. Also sie haben noch sehr viel mehr gedreht habe. So, wie willst du, da kommst du also nie auf das Jahr. Und dann haben sie eine Sonderregelung eingeführt. Für diese freiberuflich auf Produktionsdauer Beschäftigten haben sie eine Sonderregelung, wir müssen in 2 Jahren nur ein halbes Jahr versicherungspflichtig gearbeitet haben. Also jetzt musst du jeden 4. Tag quasi gearbeitet haben, mit einem kleinen Haken. Du darfst nicht länger als 6 Wochen beschäftigt gewesen sein in der ganzen Zeit. Damit fallen alle Schauspieler raus, die irgendwo mal Theater gespielt haben, weil das dauert länger als 6 Wochen. Also die Leute, die dann irgendwie mal 6 Wochen, 7 Wochen, 8 Wochen irgendwo Theater gespielt haben, dann kommen gar nicht in den Genuss. Und du darfst im Jahr nicht mehr als 30.240 Euro verdient haben. Das musst du dir auch mal ausrechnen. Mit den Tagesgagen liegen ganz, wenn du eine ganz kleine Nebenrolle hast, liegen die irgendwo bei 500 bis 800. Ich kann es sagen, weil es im Bundessozialgericht, ich habe ein Bundessozialgerichtsurteil erwirkt, wollen wir jetzt nicht weiter zu sehen. Da wurde das aktenkundig, meine Tagesgage war 3.030 Euro. Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass gute Nebenrollen mit irgendwie 1.800 verdienen, das machst du aber vielleicht eben an 20, 30 Tagen im Jahr. Mhm. Aber wenn du 20, 30 Tage drehst und hast 1.500, dann bist du ja sofort über diese 30.000. Mhm. Das ist also auch nicht Arbeitslosengeld beziehen. Wer in den Beruf geht, muss wissen, es ist ein freier Beruf. Es ist Angebot und Nachfrage. Ich muss A, gut sein, B, darf ich mir keine Feinde machen und C, muss ich noch Glück haben. Grundsätzlich musst du gut sein, grundsätzlich musst du deinen Job können, das ist die Voraussetzung. Und alles, was darüber hinauskommt, ist oft Glück, ist oft Zufall. Du bist im Studio, da kommt ein anderer raus, sagt, ach, du bist gerade da, wir machen nächste Woche eine Serie, mach doch mal schnell ein Casting. Verstehst du, bist du nicht an dem Tag im Studio? Genau, hättest du einen anderen gekriegt. Ein anderer die Rolle. Ne? Also so läuft es bei uns. Und trotzdem hast du scheinbar ja deinen Sohn dazu bekommen, das Gleiche zu machen oder Ähnliches zu machen. Naja, der fährt 2 Gleise, der ist Fotograf und Schauspieler. Am Augenblick ist er Privatier, also er hat sein Haus verkauft, hat seine beiden Kinder genommen, seinen Golden Retriever und seine Frau hat ihn dabei begleitet, haben sich ein Segelboot gekauft, so mit 3 Schlafzimmern, Klimaanlage, schönes Ding und damit schippern sie im Mittelmeer rum. Und das macht nicht schlecht. 2 Jahre, bis der Große in die Schule kommt. Also, nicht schlecht. Aber der war auch nah am Burnout, als er in Berlin, der hat in Berlin gearbeitet, ich bin ja in München, und er hat gesagt, Georg, ich sitze ununterbrochen in einem Jahr 2 Monate im Auto. Weil du machst 30 Ticks in der Oberbaumbrücke bei VSD, dann fährst du raus nach Babelsberg, das ist Potsdam, durch den Berufsverkehr, machst 30 Ticks, dann fährst du nach Adlershof, das ist im Süden, machst 50 Ticks und dann kommt noch Berlin dazu mit Nachtschichten und dann der geht um 9 aus dem Haus, kam um 11 Uhr nach Hause und dann fährst du wieder in die Stadt, dann fährst du zum Hohenzollern-Damm, zur Arena, FFS und dann bist du am Tag 300 Kilometer gefahren und hast halt eben 4 verschiedene Rollen gespielt. Ja. Und das im Berufsverkehr. Du musst ja auch mal um 17 Uhr dann durch die Stadtautobahn und das heißt, weiß jeder, der in Berlin mal war. Ja. Das kann ich habe es auch mal erlebt, das ist kein Spaß, definitiv. Ja, macht das, und wenn du das jeden Tag hast, und er hatte das jahrelang, und er dann, weil er hat hier in München angefangen, also er hat angefangen mit Synchron, weil er mit 14 kam er nach Hause und sagt, sag mal Georg, ein bisschen Kohle, sag ich, ja, du hast deine Tasche mit. Ja, aber ich wollte noch ein bisschen mehr für die Zeitung austragen. Nee, wie ist das mit Synchron? Kann ich da nicht auch mal und so? Sag ich, du, ich kenne das, wenn die ganzen Kollegen mit den Kindern, ich finde das. Also ich mag nicht hingehen und sagen, hier, mein Kind, ich bin ja kein Zuhälter, der sein Kind hier auf den Synchronstrich schickt. Aber ich mache eins, wir haben eine gute Freundin, eine Aufnahmeleiterin, und der sage ich, dass du Interesse hast und wenn du das einmal gemacht hast, ich bin dann raus. Okay.
so war es. Er hat sich nicht doof angestellt, hat es gemacht, hat sein Geld verdient, ist dann nach Amerika als Austauschschüler, kam zurück, hat dann seine Zivildienst gemacht beim Goethe-Institut und hat zwischendurch immer Werbung gesprochen, hat sich ganze dieses Studium für Fotografie in Santa Barbara hat er sich selbst erarbeitet. Das war nicht wenig Geld und da war ich sehr stolz darauf. Und er hat aber, als er so ein Vierteljahr dann synchronisiert hat, kam er so nach Hause, weiß nicht, 15, also weißt du, Georg, so schwer ist dein Beruf auch nicht. Ja, das hört man als Vater, glaube ich, ganz besonders gerne. Ja, das tut richtig gut. Das war lustig. Wir haben wirklich viel Spaß miteinander. Okay. Achso, weil du das vorhin gesagt hast. Wir reden nie über den Beruf miteinander. Wir reden über das neue E-Bike oder weiß ich was. Wenn du mit Kollegen zusammen bist, es mag auch andere geben, aber wenn ich mit Susanna zusammen bin, Bonasiewicz oder ich weiß gar nicht, also mit meinen Leuten, ich treffe, kein Mensch sagt, übrigens, ich habe gestern das und das synchronisiert. Oder wir wissen es oft gar nicht. Wir wissen es wirklich oft gar nicht. Hast du denn schon mal was zusammen mit deinem Sohn aufgenommen? Wir haben mal eine Werbung zusammen gemacht, aber wir haben uns dann auch entschlossen, das nicht zusammen zu machen weiterhin, weil es ist blöde. Es ist wirklich blöd. Du kannst es irgendwie, wie soll ich sagen, du nimmst dich ganz zurück als Vater, weil du bist ja dann quasi nur Kollege, aber irgendwie und er fühlt, ja, ich weiß nicht, es war nicht cool. Aber was wichtig ist, weil wir ja früher geredet haben, wir nehmen ja Sachen in Berlin auf, in München mittlerweile auch für dieselbe Sache. Und ich habe für Titania Medien was gemacht, glaube ich, war das Titania, ich glaube ja. Und zwar die Puppen der Madame bla bla bla. Irgend so ein Psycho-Hörspiel. Es ist so Hörspiele. Titania Medien macht Hörspiele. Und dann haben wir irgendwann, kriegst du so eine Beleg-CD und dann sind wir ich hör die mir in der Regel nicht an. Dann sind wir nach Berlin gefahren, meine Frau und ich. Dann war irgendwie, ach, mach doch mal irgendwas. Habe ich gesagt, ich habe hier so eine, ja, tun wir die mal rein. Und dann haben wir festgestellt, dass dann mein Assistent mein Sohn war. Das wusste ich nicht. Er wusste nicht, dass ich den Chefarzt spreche. Ich wusste nicht, dass er der Assistenzarzt ist. Und ja, das haben wir dann mitbekommen, weil wir die CD gehört haben. Eine Frage, die kannst du vielleicht beantworten, die ich mich immer schon frage und die ich bin, gebe es jetzt auch zu, beziehungsweise regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich bin bekennender Synchro-Gucker. Ja. Kann diesem O-Ton-Wahnsinn nur bedingt was abgewinnen, aber das kann der Michael, weiß, dass ich da auf andere Meinung habe. Trotzdem gibt es immer wieder Erlebnisse mit Synchros, da kriege ich Pimpernellen. Und eine ist Neusynchros. Kannst du was zum Thema Neusynchros sagen? Letztes Erlebnis gerade erst, der weiße Hai. Warum wird das gemacht? Kann ich hier, also ich weiß jetzt in dem speziellen Fall nicht, was der Grund ist, es ist aber Holz. Schon klar, aber so grundsätzlich. Oder auch Indiana Jones, man hat Indiana Jones mit den gleichen Sprechern nochmal neu eingesprochen. Ja, und als jemand, der halt diesen Film, weißt du, mit dem ich 100-mal als Kind gesehen habe, hast du es im Ohr. Und auch wenn es Wolfgang Pampel ist, er ist halt nun mal 30 Jahre älter geworden. Und es ist halt einfach nicht das Gleiche. Warum macht man sowas? Ich werde jetzt die Frage beantworten. Bitte erinnere mich nochmal an Wolfgang Pampel und dass er 30 Jahre älter ist. Dazu habe ich was Lustiges zu erzählen. So, aber zu deiner Frage zurück. Ich kann nur Folgendes sagen. Ich weiß es nicht bei diesen beiden Filmen, was da der ausschlaggebende Grund war. Wir machen aber, es gibt aber öfter Neusynchronisationen, weil die jetzt zum Beispiel das in die Mediathek stellen wollen. Oder weil sie davon eine DVD brennen wollen. Und dann sind die Musikrechte zum Beispiel sehr teuer oder was. Und die müssten sie auch nochmal bezahlen. Und weil sie die nicht bezahlen wollen, aber es eine Mischung nur gibt, eine fertige Mischung, wo du ja quasi Sprache und Musik nicht mehr trennen kannst, musst du, wenn du auf die Musik verzichten willst, eine andere, sag mal, geberfreie Musik von irgendeinem Freund komponieren lassen willst und da drunter legen willst, die dann nichts kostet, musst du es neu aufnehmen. Also manchmal gibt es auch Klammerteile, dann heißt es, du, wir haben vor 3 Jahren einen Kinofilm gemacht, der soll jetzt auf DVD rauskommen, aber die Musik geht nicht, dann haben wir an ein paar Stellen, dann müssen wir nochmal neu, dann haben wir nur einzelne Szenen, die wir nochmal neu einsprechen, weil dann die Musik da nicht drunter sein darf. Oder aber es sind zum Beispiel Director's Cuts, wo dann Szenen einfach jetzt reingeschnitten werden auf die DVD, die vorher nicht synchronisiert worden waren, weil sie nicht im Film waren. Ja, da hast du ja auch die Erfahrung durch die Special Editions mit Luke, richtig? Richtig, richtig. Das war ja auch dann quasi das erste Mal wieder nach den 3 Filmen. Das war, glaube ich, um die 2000 rum, wo es dann hieß,
das war noch sehr lustig. Das war noch gut 20 Jahre her. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, du, da ist so ein, ich glaube, das ist sogar den Big Strift irgendwie im Hangar. Mhm, ja, genau. Und die haben wir nochmal nachsynchronisieren müssen. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin jetzt 20, 25 Jahre älter. Aber mein Sohn, das sagen alle Kollegen, klingt genauso wie ich, aber der ist nun mal 20 Jahre jünger als ich. Soll ich den nicht vorbeischicken? Sagt, nee, geht nicht, weil Hampel kommt selber und die Susanna kommt auch selber. Du kommst auch schön selber. So, haben wir natürlich versucht, ein bisschen so nach oben, ein bisschen so haben wir gemacht. Aber zu Wolfgang Pampel muss ich euch was sagen. Es gibt ja den Han Solo-Film. Ja. Den ich, by the way, gut finde, aber ich habe die Meinung ja, etwas exklusiv. Nee, glaube ich nicht. Also meine Frau fand ihn sogar besser als manchen der Star Wars. Da ja. bin ich nicht ganz bei ihr, aber also wie auch immer, man kann vieles sagen. Hm? Ich fand ihn zumindest nicht schlecht. Es ist, ich glaube, er ist sehr belastet dadurch, dass man sagt, oh, Disney, jetzt machen sie nochmal einen Sidekick und nochmal einen Sidekick. Die versuchen aus allem was rauszuquetschen. Und man weiß ja, was später mit Harrison Ford war, was soll man den jetzt in jungen Jahren sehen. Aber ich fand ihn trotzdem sehr unterhaltsam, sehr schnell, sehr gut gemacht. Also ich hatte damit kein Problem. Aber witzig ist, wir waren auf einer Convention jetzt im letzten Jahr und dann kam Florian Kleid. Und Florian Kleid ist die Stimme von Han Solo. Und da kommt ein wahnsinnig netter junger Mann, der sehr gut erzogen ist, sehr höflich ist, sehr bescheiden ist. Und den siehst du und hörst du quasi kaum. Und dann auf der Bühne, dann war Björn Schaller, unser Synchronregisseur, war dabei. Wir hatten so ein Panel mit Susanna von der Sivic, mit mir und den beiden Jungs. Und dann hat der Björn gesagt, so, jetzt sag doch mal hier so einen Satz mit Chewie oder was. Und dann fängt er, du sagst so einen Satz und du sagst, der junge Pampel. Es ist wirklich der Hammer. Also ihr müsst den Florian Kleid solltet ihr mal interviewen. Ich kann da eine Verbindung machen, weil gerne. Seitdem ist den Kontakt und ich mag den Jungen sehr. Der ist wirklich gut und ein unheimlich toller Mensch. So. Und mir ist es auch aufgefallen, dass er es, und ich habe den jetzt auf Blu-ray, ich habe ihn aber ehrlich gesagt noch gar nicht auf Englisch geguckt, ich habe ihn auf Deutsch damals geschaut. Und da ist mir durchaus aufgefallen, dass die Intonation sehr gut war. Also an der Synchro lag es nicht, dass der Film nicht funktioniert hat, weil das hat er in der, wie du sagst, sehr gut hingekriegt. Denke ich auch. Überhaupt muss ich eins sagen, also mein Favorite-Film in der ganzen Star-Wars-Reihe oder Krieg der Sterne-Reihe ist ja Rogue One. Weil er einfach diese tragische Größe hat, weil alle Helden sterben müssen, logischerweise. Und weil der auch ein bisschen düster ist. Er ging nahtlos rüber. Es war wirklich, ich fühlte mich als Zuschauer ernst genommen. Weißt du, was ich meine? Im Gegensatz ist mit den Prequels, da fühle ich mich verarscht. Weil wenn ich einen Film über den Zweiten Weltkrieg mache, 4, 5, 6, ja, mit Panzern, so, ne, wie man weiß, wie der Zweite Weltkrieg war. Und dann mache ich 20 Jahre später einen Film über den Ersten Weltkrieg. Und dann fliegen dann Düsenjäger durch die Gegend und Cruise Missile und man hat Atom-U-Boote. Sag mal, hallo. Okay, das ist ein Aspekt, den hatte ich jetzt so noch gar nicht auf den Schirm, was die Prequels angeht. Michael, CGI, du hast gut. Wir können alles. Ja, wir können genau, okay, CGI, das ist richtig. Oh, toll. Genau. Michael, du hast gut zugehört, was der Hans-Georg bezüglich Rogue One gesagt hat. Ja, nimm dir das zu Herzen. Ja, nimm es dir zu Herzen. Der Mann hat recht und der hat mehr Lebenserfahrung als ich. Ich hatte da schon recht bei meiner. Recht, der Geschmack gibt doch nicht. Nein, alles gut. Aber wir hatten darüber eine sehr hitzige Diskussion. Die wir immer noch zwischendurch führen. Aber das ist ja gut, dass man eine Diskussion hat, weil gegensätzliche Meinungen sind ja dann auch interessanter, als wenn wir uns zu einem nur noch zustimmen. Das Schöne ist ja, ich würde ja niemand das Fantum absprechen, nur weil er jetzt Rogue One nicht gut findet. Das sind ja solche Dinge, die halt heutzutage passieren. Du bist ja gar kein Fan, entweder wenn du Rogue One gut findest oder du bist kein Fan, wenn du Rogue One schlecht findest. Also du kannst ja nur verlieren. Ja, dieses Gesprächsthema, das ist leider sehr vergiftet heutzutage in der Diskussion. Wir sind da ja noch ganz, politisch korrekt. Jetzt habe ich in deiner Synchro-Vita auch noch eine Sache gelesen, da wollte ich dich auch nochmal drauf ansprechen, denn auch wenn du damals wahrscheinlich, das war 74, da wirst du so in deinen 20ern gewesen sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Da hast du ja, und wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, durchaus auch mal unter Rainer Brandt gearbeitet, nämlich bei den zwei Missionaren. Auch, vielleicht sogar noch öfter, aber das habe ich jetzt gerade. An die Szene erinnere ich mich noch. Das war in so einer alten U-52 oder irgendwas und die fliegen irgendwie Brasilien oder hier und es war so ein kleiner schwarzer Junge. Amadeo, Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der saß in der Maschine und ich weiß noch, die kommen Gewitter und stürzen fast ab und so. Und an den Satz erinnere ich mich noch irgendwie sowas, wo der aus dem Flugzeug aussteigt
also als Schwarzer weiß im Gesicht ist und sagt, Madre mia, das nächste Mal gehe ich aber zu Fuß. Irgendwie sowas. Also es ist nicht original, der Satz wahrscheinlich, aber ja, ja. Ist komisch. Und die alten Sachen hat man noch mal so im Hinterkopf. Ja. Und dann hast du ja gemacht, auch... Die Mücke. Genau. Auch ein Bud Spencer-Film. Ich habe vor allem eins gemacht, da habe ich eine lustige Geschichte zu. Und zwar haben wir gemacht, als das war ein Anime, also was früher hieß das Zeichentrickfilm, und das war Marco Polo. Der junge Marco Polo. Und Polo hat als Gegenspieler einen bösen Zauberer. Und dieser böse Zauberer, und da haben wir, wie gesagt, noch zusammen am Ehe gestanden, deswegen kann man da noch Geschichten erzählen, weil man es erlebt. Martin Hirte, ein hervorragender gestandener Schauspieler vom Schiller Theater, der sprach jetzt, sollte diesen Zauberer sprechen, diesen Bösewicht. So, und dann kamen wir, ich hatte meine Ticks da so angefangen zu machen, dann kam der Zauberer, Martin Hirte kam rein, Rainer kam runter, so, pass auf, was machen wir jetzt hier? Der hat ja immer sehr Berliner und so. Was machen wir da mit Martin jetzt? Das ist so ein bisschen dröge da. Ich habe mir gedacht, sag mal, kannst du einen Dialekt? Können wir das mit Dialekt? Mach mal Berlinisch. Mach dir mal. Der Zauberer musste sagen, ich werde dich töten. Und dann hat dann gemacht, ich werde dich töten. Und so. Dann, das ist nicht gut. Warte mal, mach mal. Kannst du Bayerisch? Nee, Bayerisch kann ich nicht. Was kannst du? Ich kann so ein bisschen Sächsisch raus. Ja, dann mach ich so. Ich werde dich töten. So, das war die Geschichte. So, also dieser, wenn man sich das doch irgendwann, ich weiß nicht, mal sowas noch kaufen kann, Marco Polo, Zeichentrickfilm, Martin Hirte, spricht den Sächsisch. Das war seiner Zeit. Das muss ja auch so in den End-70er, Anfang 80er. 76, ich habe gerade mal geguckt. Danke, 76. Und damals als Westberliner, wenn ich nach Westdeutschland musste, mit dem Auto durch die DDR, lange Kontrolle, und dann bist du, ich bin da auch gerne nachts gefahren, dann hatte man, ja gut, war damals auch noch nicht voll, und DDR ist schon sowieso nicht, warst ja oft alleine unterwegs, und dann fährst du so um 2 Uhr nachts, und dann bist du so 10, 15, 20, dann fängt dein Radio an, so Kassettenrekorder konnte man sich noch gar nicht leisten damals, entsprechend gab ja alles gar nicht. Und dann hast du als in deiner Verzweiflung, weil du nicht einschlafen wolltest, hast du dir irgendwie einen Sender gesucht, und das war dann irgendein DDR-Sender. Und der DDR-Sender, da hörte ich, wie gesagt, oh, diese Imperialisten und sagen, wie wir auch da schlecht und das ist auch vom Staats wegen und da nehmen wir zum Beispiel den Film Marco Polo. Ups, da wurde gemacht. Den Film kenne ich. Da geht dann die Regierung hin und sorgt dafür, dass die deutschen Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik schlecht gemacht werden, indem der böse Zauberer Sächsisch spricht. Ich sag, ich war dabei. Die haben gesagt, mach mal Berlin. Nee, Berlin, Bayerisch kann er nicht. Mach mal Sächsisch. Ah ja, das klingt gut. Nix mit, da war kein BND oder irgendwas, der gesagt hat, ja, man muss jetzt Sächsisch reden, damit wir die Staatsbürger der DDR schlecht machen. Also, das war so lustig, dass man so quasi dabei war, wie das eben nicht war. Ja, okay. Wie war das jetzt, wo du sagst, du hast da mehrere Sachen auch so mit dem Rainer Brandt gemacht und da war ja der Wolfgang Hesse da noch dabei und Thomas Danneberg etc. War das dann so eine Gang? Also ist man dann so, hat man dann, war das so ein kongeniales, kreatives Duo oder Trio oder von mir aus auch mehrere Leute, die sich dann so gegenseitig mit den Gags hochgeschaufelt haben? Oder hat da wirklich einer das geschrieben und wer kommt denn auf so Sprüche, jetzt hau ich dir die Klüsen eckig? Nee, das muss ich sagen. Also im Buch stand es meist gar nicht drin. Das haben die wirklich auf Zuruf gemacht. Und ich war jetzt zu der Zeit 20, 22, da gehörst du ja nicht zu dieser Clique. Aber was du gesagt hast, Danneberg und Lothar Blumhagen, der hat bei Tennisschläger Kanone, nee, die zwei, was auch immer. Die Jungs, die damals schon so gute 30 waren. Und dann eben Rainer Brandt war damals wohl Ende 40 oder Anfang 40. Das war schon so eine Art Gang. Also die haben, aber im Studio, die haben jetzt nicht zusammen abends gesessen, haben sich irgendwas überlegt, sondern das ging auf Zuruf. Das wurde wirklich im Studio kreiert. Und damals hatten wir ja auch ein bisschen mehr Zeit. Da hatten wir eben zu der Zeit 120 Takes am Tag auf der Dispo. Heute sind es 300 bis 400, ne? Oder ja, mal gut 300. 270 bei Kino. So war es in dem Dreh. Also kann man sich vorstellen, man hatte früher mal Zeit. Wir haben in den Bandwechseln, als wir A-Team gemacht haben, die ersten 50 Folgen haben wir in Bayern gemacht, dann ging es ja nach Berlin. Und das war ja die deutsche Stimme von Sean Connery, war unser Regisseur, der Gigi Hoffmann. Und dann war ja Elmar Wepper, machte den Face. Eckhard Dux sprach den George Pepper. Und ich war ja dieser Murdoch, dieser durchgeknallte Typ. Und Manfred Erdmann, der leider verstorben ist, ist BA gewesen, der Schwarze. Und wir konnten alle Skat spielen. Wir waren 5 Leute. Und dann haben wir einen Bandwechsel gehabt und dann ganz schnell raus, komm, 3 Ramsch, 3 Schieber, haben wir immer Skat gespielt.
Also das ist heute undenkbar. Was einer auch nur, also da musst du schon fragen, kann ich mal aufs Klo gehen, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wir hatten Spaß. Es wurden Schnurren gemacht, es wurden Scherze gemacht mit Kollegen. Wir haben einen Kollegen, das kann ich keine Namen nennen. Aber doch, einen kann ich sagen, Gary Dubner, das war der Barney Geröllheimer und Sesamstraße. Und der war dran, hatte da Ticks zu sprechen und dann nach ihm kam Sigmar Schneider. Ah, jetzt habe ich den Namen schon gesagt. Ist auch schon tot. kann ich auch gerne rausschneiden. Nee, kann man auch drin lassen. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Der sprach mal James Stewart. Die Feststimme von James Stewart. Und Sigmar war ein etwas naiver Mensch. Ein der nicht sofort Dinge schnallte, wie dass das jetzt ein Witz sein könnte. Und das war nach Silvester, das war 4. Januar oder sowas. Und ich hatte nur ein paar Takes, aber ich war zufällig dabei, wie Dietmar Behnke, der machte die Regie. Die hatten sich dann Spaß gemacht. Die haben gesagt, pass mal auf, nachher kommt der Sigmar, also zu dem, wie heißt unser Ernie, was hat er gesagt? Ist egal. Haben gesagt, pass auf, ich zeig dir mal, wie man das, war ja sehr teuer, wie du das Neumann, das Mikrofon ausbaust, ja? Und ich gebe dir die Schachtel, da tust du es dann rein. Und wir werden dem erzählen, dass jeder sein eigenes Mikrofon jetzt dabei haben muss. Dann kam Sigmar, kam ein bisschen früher rein, setzte sich hin, hörte noch die 3-4 Tricks zu. Gary Duven, jetzt fällt mir dann wieder ein. Gary fing dann, war ein letzter Tick, so, dann fing er an, ging nach vorne, baute das Ding aus. Sigmar guckte so ein bisschen irritiert, aber dachte sich noch nichts Böses. Und dann hat er das eingepackt, sagt, und tschüss dann und so. Und dann kam von hinten so die Taste, ne? Man ist ja nicht mit der Regie im Studio, die sind ja im extra Raum hinten mit dem Tonmeister. Sagt, so, Herr Schneider, dann bitte, wenn Sie jetzt Ihr Mikrofon einbauen würden, das wäre nett. Pause. Was für ein Mikrofon? Ja, das Mikrofon. Sie haben doch den das Rundschreiben bekommen. Was für ein Rundschreiben? Wir haben doch... Haben Sie kein Rundschreiben bekommen? Nein, ich weiß nicht, wovon... Ja, wir pegeln doch immer neu ein, die Bänder. Das soll ja alles ein bisschen schneller gehen. Deswegen hat jetzt seit 1.1. jeder Schauspieler im Synchronbereich sein eigenes, auf seine Stimmhöhe eingepegeltes Mikrofon mitzubringen. Das hat mir keiner gesagt. Das ist ja, also, was machen wir denn jetzt? Sag ich, naja, ich weiß auch nicht, was können wir jetzt dann gar nicht. Ja, Gary, sag mal, hast du Anschluss? Nee, ich habe jetzt Pause, sagte Gary, ne? Gary, kann ich dein Mikrofon? Ich habe ja nur eine Stunde. Kannst du mir dein Mikrofon? Ja, okay, gut. Dann weiter der Thomas. Ja, dann müssen wir natürlich gucken, ob das mit der Tonhöhe hinklappt. Weil du weißt ja noch, der hat ja eine hohe Stimme gehabt. Und der andere hat ja eine tiefe Stimme gehabt. Als Westernheld. Also haben sie das Mikrofon wieder eingebaut. Die lagen hinten schon praktisch, die waren schon fertig. Dann ging's los. So, dann bitte sprechen Sie mal rein und so. Dann war der Dick. Ja, ich bin ja da. Nein. Also Sie müssten das sehr viel höher anlegen, weil der Gary eine höhere Stimme hat. Das ist nachher, es kommt ganz normal wieder, aber ins Mikrofon geht's jetzt nur mit der Frequenz von Gary. So, ja. dann zieh es. Nein, ich verstehe. Dann zieh jetzt den Colt. Nee, das müsstest du ja. Dann zieh jetzt deinen Colt! Zieh jetzt deine Colt! Ja, dann kommt mir der Sache. Die lagen, die haben sich schon, die Hosen waren schon nass. Es war, also, jedenfalls, dann haben sie so 3 Ticks und dann haben sie, nee, also ich muss sagen, das geht. Nein, das ist jetzt, also wirklich. Und rannte aus dem Studio jetzt der Sigmar Schneider. Und die konnten gar nicht so schnell hinterher. Dann ist der in den ersten Stock hoch in die Aufnahmeleitung, riss die Tür auf und brüllte die Leute, die von nichts wussten, zusammen. Das kann man mit mir nicht machen! Ich bin ein seriöser Schauspieler! Das muss man mir doch sagen, wenn ich rundschreibe! Der Ruf, das ist wahnsinnig. So, und dann kam aber schon hinterher geschossen, die anderen. Nein, ist alles gut. Es war nur ein Spaß. Ein Spaß. Ja, also das sind so Dinge, die gibt's heute nicht mehr. Also jetzt. Dafür ist das heute zu straight durchgetaktet dann, ne? Times wenn, Money wenn, und. Wenn man so eine gute Idee hat, dann sieht man das bei versteckter Kamera oder versteckt. Das wird dann gleich kommerzialisiert. Jetzt hast du vorhin schon was angesprochen und da will ich auf jeden Fall auch nochmal drauf sprechen, denn so haben wir uns ja kennengelernt, nämlich auf einer Con. Mhm. Und du hast vorhin schon gesagt, du bist zum Star Wars Fan geworden und da fangen wir doch mal an. Kannst du da dann eine Brücke zu den Cons schlagen oder sind das 2 getrennte Themen? Nein, genau, das ist sogar das einzige Thema, was zusammengehört.
weil da habe ich vorhin abgebrochen, wir haben ja nach den drei Filmen, waren 20 Jahre Pause, dann kam mal diese Director's Cut, war auch wieder Pause und dann hat ich, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, wir haben die Thorn-Trilogie aufgenommen. Oliver Döring hat diese CDs rausgebracht. Mhm. Weiß, yep. Ihr die kennt. Yep. Ja, genau. Und da sind wir zusammengekommen, weil wir uns quasi überlappt haben und ich habe dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall den Wolfgang treffen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja 80 nach Bayern gegangen, Susanna ist in Berlin geblieben und Wolfgang ist an die Burg damals, ans Burgtheater gegangen und lebt seitdem in Österreich. Also wir sind völlig auseinandergedriftet und hatten auch so persönlich nicht mehr so einen großen Kontakt. Aber ich wollte die Leute mal wieder treffen und so, dann haben wir uns zusammen da getroffen, sind auch abends schön essen gegangen noch und da hat sich schon wieder so eine Freundschaft entwickelt. Und dann waren diese tollen Aufnahmen und dann wurden wir mit dieser Thorn-Trilogie eingeladen auf diese letzte Jedi-Con. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich, ich glaube, das war... Die war in Düsseldorf, kann es sein? In Düsseldorf, ja. Im Maritim-Hotel. 2015 oder 2016. Ja, weißt du, die gibt es schon lange nicht mehr, also 15 müsste es eher gewesen sein. 15 war es wohl. Das war das erste Mal, dass wir wurden eingeladen, also der Oliver Düring, Wolfgang konnte nicht, aber Susanna war dabei und dann haben wir die Fans getroffen. Das allererste Mal. Und das war so überwältigend, weil wir haben drei Tage nur in lachende, also zwei Tage war die Con, wir haben nur in fröhliche, lachende Gesichter gesehen. Es war, so, weißt du, um es neudeutsch zu sagen, very good vibes. Mhm. Es war unheimliche, positive Stimmung. Wir haben unsere Panels gehabt. Die Leute haben uns Fragen gestellt, die hatten wir noch nie beantworten müssen. Da haben wir uns selbst noch Gedanken machen müssen, ja, wie war das eigentlich damals oder so. Und dann haben wir Autogramme gegeben. Und dann haben wirklich Schlangen da gestanden und haben wirklich bis zu 2 Stunden gewartet, bis sie dran waren, weil wir uns auch für jeden Zeit genommen haben. Wir haben nicht gesagt, hier Autogramm unterschrieben, hier weg, nächster. Sondern wir haben den Leuten geredet und dann stehen dann eben Leute, was du vorhin mal gesagt hast, heute hört man ja viel, sieht man ja viel im Original, tue ich auch öfter. Aber damals gab es das ja in den 70er Jahren nicht. Die meisten Leute konnten noch gar nicht so gut Englisch und es gab ja auch überhaupt keine, es gab mal VHS wieder. Ich weiß nicht, ob es damals schon diesen Zweikanalton. Also, der kam erst zur Mitte der 80er auf und ganz genau. Wenige Sachen waren dann als Zweikanal. Ja. Am Anfang nur die ersten, die das gemacht haben. Also das ist ja erst in diesem Jahrtausend entstanden, dass man sich die Originale anguckt. Und damals stehen dann 40, 50, 60-Jährige vor dir und sagen, sie sind die Stimme meiner Kindheit. Ich hatte keine gute Kindheit und mein Vater hat mich immer geschlagen und ich habe gesagt, als ich 15, 16 war, ich will hier weg und ich mache das wie Luke. Ich verlasse den Planeten. Ich gehe weg von hier zu Hause, sobald ich kann. Und ich habe hier 60, 70 Mal, habe ich mir die VHS-Kassette, die ist dann ist sie gerissen und hat geeiert. Und ich habe mir das so oft angehört, ich kann jeden Satz, den sie gesagt haben. Und sie sind die Stimme, sie haben mich rausgebracht aus dieser Mitte. Dann kriegst du Tränen in den Augen. Und weißt du, was ich meine? Es berührt dich. Ja, ja. Was ich merke, für uns ist es ein Job. Und zwar ein Job, nicht negativ, sondern eben gut. Wir lieben unsere Arbeit. Wir geben uns immer 110% Mühe und wir gehen in jede Rolle rein. Aber wir kriegen ja in der Regel kein Feedback. Mhm. Und dann sitzt du den Leuten gegenüber und plötzlich merkst du, und gar nicht jetzt das, was du gemacht hast. Es hat ja keiner gesagt, den einen Satz haben sie besonders toll gesprochen. Darum geht's gar nicht. Sondern sie verbinden jetzt deine Stimme mit dem Gesicht von Mark Hamill und mit der Geschichte von Star Wars. Und das ist ihr Leben gewesen, als sie jung waren. Und das kriegt eine Dimension, die hast du nicht mal auf der Theaterbühne. Wenn du Glück hast, stehen 3 Leute hinten und wollen noch ein Autogramm und reden noch ein bisschen mit dir. Aber dieses Feedback, was wir mit diesen Tausenden von Fans erlebt haben, das ist so toll. Ich habe mittlerweile über diese Conventions mit Fans, also ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe so 20 Leute, mit denen ich jetzt regelmäßig Kontakt pflege, einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten, aber man kennt sich mittlerweile. Es ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen und deswegen gehe ich auch gerne auf eine Con, weil man Leuten eine Freude machen kann. Es kostet mich nichts. Es kostet mich nichts, jemanden 5 Minuten meiner Zeit zu geben, mit dem ein bisschen über was zu reden, was ihn wahnsinnig interessiert. So was wir jetzt im Grunde hier auch machen. Ich genau. Ihr werdet wahrscheinlich auch nicht reich damit, mit ein paar Klicks wahrscheinlich. Aber es geht ja darum, dass Leute diese Sachen am Herzen liegen und denen kannst du das geben, ohne dass es dich irgendwie, was kostet, weißt du? Und dieses was es gibt Schöneres, als Menschen eine Freude zu machen. Ja, da hast du absolut recht. Für jetzt, das war mein Thema Convention. Okay, das heißt, die Fans haben dich zum Star Wars Fan gemacht, weil du dich dann mehr wieder damit beschäftigt hast, weil es halt
aus, ich meine, dass es ein weltweites Phänomen ist, das wirst du ja mitgekriegt haben, aber du warst ja in den Prequels dann gar nicht involviert, weil die Rolle ja eben nicht drin vorkam und dann jetzt wieder, aber ich habe ja auch schon, du hast ja jetzt auch eine Meinung zu den Filmen, mit denen du auch erfrischenderweise nicht hinterm Berg hältst, was ich sehr sympathisch finde. Darf ich dich noch mal ganz kurz noch einen letzten Satz muss ich dazu noch sagen, weil du hast mich mal gefragt, wohin, ob die Leute einem, also ich bin dann die Stimme von Mark Hamill. Jetzt kommt's. Normalerweise, wenn du mich, ich weiß nicht, wer hier, mir fallen die Namen jetzt gar nicht ein, wenn ich alles gesprochen habe. Wenn es ein anderer spricht, ist mir völlig wurscht. Bei Mark Hamill ist es so, dass ich mir wünsche, ihn zu sprechen, und zwar für die Fans. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich, absolut. Wenn der jetzt da bei Brixie, habe ich meine normale Gage, da kriege ich keine 5.000 oder 10 oder was. Mhm. Da kriege ich eben meine 380 Euro oder 450 oder sowas. Also ist ein normaler Job. Von da aus, ihr kriegt nicht weniger oder mehr, wenn ich bei Smithers oder irgendwas anderes spreche. Ja. Und trotzdem möchte ich gerne Mark Hamill weiterhin sprechen, weil ich weiß, dass der für viele Leute, die mit ihm auf diese Stimme verbinden. Und auf jeden Fall. Das möchte ich ihnen nicht nehmen. So. Also auf jeden Fall, das ist... Wenn ich in Berlin gewesen wäre, ich hätte es auch umsonst gemacht. Bloß ich konnte das schneiden wir jetzt vielleicht lieber mal raus. Nein, lass es ruhig drin. Weil es geht darum, dass man versteht, es geht einem nicht darum, ich mache das nur, wenn ich da viel Geld verdiene. Überhaupt nicht. Ja? Nein, das finde ich auch toll und das ehrt dich auch, also meine ich jetzt wirklich absolut genauso, wie ich das sage. Und ich finde es immer toll, wenn man das eben macht, weil das ist auch so ein Verständnis, was Michael, von dir weiß ich das, wenn es um deinen Beruf geht, in meinem Beruf habe ich für mich den Anspruch, das auch ähnlich so zu machen. Da mache ich auch Dinge über Gebühr, weil ich es einfach auch gerne mache. Und wir sind auch, und da können wir jetzt mal eine Lanze für die ganze Podcast-Zunft brechen, wir sind auch immer froh über Feedback. Und natürlich, ich sag's dir ganz ehrlich, die erste längere E-Mail, die wir mal gekriegt haben, da habe ich mich auch gefreut wie Bolle, weil im Grunde genommen haben wir das Ganze hier gestartet, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir im Büro über den Kram quatschen, ich weiß gar nicht, warum wir es dann angefangen haben aufzunehmen, aber eigentlich sind das hier Bürogespräche gewesen, die dann irgendwann mal im Internet gelandet sind und okay, vielleicht hört es mal einer. Natürlich möchte man dann, dass man auch ein Publikum hat und dass man dann auch ein Feedback bekommt, das ist ja klar. Also mein Gott, inzwischen haben wir natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz, dass wir halt sagen, okay, wir würden natürlich auch durchaus gerne Hörer erreichen und die dürfen sich dann auch an uns reiben oder wie auch immer. Also das, wir wollen ja gar niemand gefallen. Dass wir nicht hier, um den Leuten zu gefallen. Aber natürlich willst du auch irgendwie ein Feedback haben. Und ich glaube, dass wenn man so eine Convention-Erfahrung macht, was wir ja in einem kleinen, also wir sind auch öfters auf Conventions, aber die Leute kommen nicht in das Panel, um uns zu hören, sondern weil wir halt eine nette Riege da zusammen haben. Aber es, so ehrlich muss man sein, wegen Nerdizismus kommt jetzt niemand in das Panel. aber trotzdem freut es einen natürlich, wenn man danach irgendwie oder auch so anders hört, ach, ihr seid doch die und die. Und ich kann mir und bei dir das eben noch potenziert vorstellen, weil natürlich, ich meine, ich bin Baujahr 77, eine meiner ersten Kinoerfahrungen war Star Wars und die VHS, die Original von 83, die meine Eltern irgendwie 200 Mark gekostet hat, die steht hier noch rum, auch wenn ich schon lange keine VHS-Player mehr habe. Deine Stimme ist natürlich untrennbar damit verbunden. Du hast vorhin diese Thrawn-Trilogie angesprochen. Das wäre für mich unhörbar, wenn dieser Cast nicht zusammen, und dann reicht es auch schon, wenn einer da nicht dabei gewesen wäre. Ja, genau. Also wenn einer nicht dabei gewesen wäre, wäre das ganze Projekt für, ich hätte es gehört, also ich sag mal aus Chronistenpflicht, aber ob ich da Spaß dran gehabt hätte, weil man immer denkt, ja, aber einer fehlt. Ja, eben, es ist, man möchte in seinem Universum bleiben und eine neue Stimme reißt einen raus. Ich habe gestern Abyss gesehen auf Arte und es war Ed Harris, ich weiß nicht, wer ihn gesprochen hat, aber der arme Ed Harris, der war eben erst spät zum Star geworden. Und der hat wirklich in fast jedem zweiten Film eine andere Stimme. Und das ist wirklich, das ist schade. Weil ein Mensch hat ja nun mal eine Stimme. Und insofern sollte man eben, wenn ein Schauspieler eine Stimme... Es gab, jetzt war der Film, wo wir Hubertus Bengsch gesprochen haben. Den Richard Gere hat ja am Anfang Frank Laubrecht gesprochen. Und das hat er hervorragend gemacht. In Summersby und so weiter. So. Und dann kam Pretty Woman. Und ich weiß noch, dass es, ich habe das auch irgendwo gehört, dass dann die Redaktion, es sind ja immer die Redaktionen beziehungsweise die Supervisor
Es sind die Majors oder die Sender, die da das Sagen haben. Es sind nicht die Synchronfirmen, die jemanden umbesetzen. Die sind nur ausführendes Glied. Und dann kommt irgendwie ein Redakteur und sagt, oh, ne, die kennen oft Schauspieler überhaupt nicht und wissen gar nicht, was Schauspieler heißt. Wenn einer sehr gut ist als Summersby, der einen Farmer spielt, Richard Gere spielt einen Farmer, also spricht ihn Frank Laubrecht wie einen Farmer aus dem mittleren Westen. Und dann spielt Richard Gere, Pretty Woman, einen, also wie heißt du, diese Broker-Haie, die so die Firmen auseinandernehmen. Ja, so ein Finanzmensch da. Ja, genau. Ja. So, und dann kommt irgend so ein, ich muss es wirklich despektierlich jetzt mal sagen, weil wir haben das Problem nämlich öfter, da kommt irgendjemand, der, ich weiß nicht mal, Literaturwissenschaften studiert hat, ist jetzt irgendwo von der Dramaturgie, wird da plötzlich Redakteur, hat von Schauspiel keine Ahnung und sagt, naja, ich kann ja nicht die Stimme nehmen, die da diesen Farmer gesprochen hat. Nee, da müssen wir einen anderen haben, da muss einer sein, der muss edel klingen. Dass Herr Glaubrecht genauso gut edel klingen kann, auf die Idee kommt so ein Mensch gar nicht. Und dann muss man als Firma ein Casting machen. So, und dann holt man natürlich nicht Frank Glaubrecht, weil manchmal gibt es sogar Firmen, die sind dann rebellisch und die jubeln denen auch nochmal unter, der ja dann anders spricht. Und dann wollen wir den auch noch nehmen, verstehst du, dann auf ihre eigene Scheiße rein. Gut. Aber das war dann nicht der Fall. Hubertus spricht den auch hervorragend. Und wenn man sich Pretty Woman, ich habe den, glaube ich, zweimal wegen meiner Frau sehen müssen, ist es auch so, dass der wirklich auch genauso drauf liegt. Mhm. Und die haben aber nur diese beiden Stimmen gehabt auf Richard Gere, glaube ich. Jemand anders hat den, glaube ich, nicht gesprochen. Und insofern, dann geht's auch wieder. Ich meine, ich war völlig baff, als ich dann im Zuge der Recherche für das Boot dann gelesen habe, dass der Hubertus halt nicht nur Richard Gere gesprochen hat, sondern auch Harold Ramis, mein Gott, zweimal R, Harold Ramis in Ghostbusters. Und ich dachte, stimmt. Da hast du recht, das war er ja. Überleg mal, es gibt ja vielleicht nur 1000 oder 1400 Synchronschauspieler im Augenblick. Damals gab es vielleicht 800. Das meiste wurde in Berlin gemacht, dann noch ein Drittel in München und ein bisschen was in Hamburg. Köln und so gab es ja noch gar nicht in den 80er Jahren. Und dann hast du 800 Leute. Und davon hast du quasi, sag ich mal, 400 gute. Und von den 400 hast du ungefähr 80 Spitzenleute. Und dann überleg mal, was in den ganzen Jahrzehnten für Filme gekommen sind. Deswegen hat dann Travolta, Schwarzenegger, wen hat er noch? John Cleese, Thomas Sandberg, bist du hinaus, ja, ne? Ja, genau. Was natürlich dann so lustig ist, wenn die zwei dann in einem Film aufeinandertreffen. Haben sie auch gemacht, In welchem Film war das? Expendables, glaube ich, war es. Expendables, glaube ich, genau, wo er Stallone und Schwarzenegger zusammen besuchen. Ja. Aber die machen es natürlich auch ganz clever. Das werde ich oft gefragt, zum Beispiel. Ja, wie arbeitest du die Rolle oder all diese Dinge? Da arbeite ich nichts. Ich kriege einen Anruf. Du übermorgen Studio 4, 13, 14 Uhr. Kannst du da? Ja, kann ich. Dann gehst du dahin, hast nichts. Und dann siehst du diese Figur. Und das ist unsere Fähigkeit der Leute, dass wir uns in diese Rolle, in diese Person reinversetzen. Ja. Wenn ich den sehe, spreche ich so, wie ich glaube, dass der sprechen müsste. Ich habe noch einen O-Ton noch dazu. Kommt auch noch. Also ich höre ja auch, wie er das anlegt. So, und jetzt spricht man eben als Danneberg erst einmal den Schwarzenegger. Und Schwarzenegger ist eben Schwarzenegger. Und dann machst du eben Schwarzenegger. Dann sprichst du eben Schwarzenegger. So, und dann sagst du, okay, jetzt haben wir die 300 Kids Schwarzenegger gemacht und morgen machen wir weiter mit Stallone. Und dann kommst du rein und hast eben Stallone, hast eben so diesen Typen. Ne? Dann sprichst du natürlich so. Also, man macht ja nicht irgendwas mit der Stimme, sondern man guckt sich die Figur an und spricht, wie der da oben redet. Und dadurch ergibt sich diese Differenz. Die ergibt sich nicht daraus, dass wir, wenn ich nicht jetzt Family, oder was mache, das ist natürlich was, dann mache ich was mit der Stimme. Aber ansonsten, die normalen Menschen versuche ich immer, was ich vorhin gesagt habe, wenn der schwer ist, gehe ich mit der. Hier, Mark Hamill, ihr hört es ja vielleicht auch, ich habe eine relativ hohe Stimme für mein Alter. Und Mark ist tiefer geworden. Und, dann siehst du das, und selbst wenn der hoch gesprochen hätte, du siehst dieses Gesicht mit diesem grauen Vollbart. Und wenn ich dann so sage, die Zeit der Jedi ist zu Ende. Würde man sagen, das passt nicht, tut mir leid, geht nicht, können wir nach Hause gehen. Also sage ich, die Zeit der Jedi ist zu Ende. Das heißt, du hast nicht versucht, du hast das Alter der Rolle mit angenommen und hast nicht versucht, so zu klingen wie 83, was ja, ich meine, technisch wäre es vielleicht sogar gegangen. Keine Ahnung, wird man da nachbearbeitet? Also es gibt die Möglichkeit zu pitchen, ja, aber das wäre dann, wenn ihr auf die nächste Convention nach Speyer geht, die wird im September sein, die Science Fiction Technikmuseum, ne? Ja, Technikmuseum, genau, ja. Und wir setzen alles daran. Ich werde nicht mehr Panels machen, ich werde nur da sein, weil wir mit einem Live-Orchester Star Wars-Musiken und einsprechen dazu, aber es wird Björn Schaller da sein und es wird Florian Kleid, der Han Solo gemacht hat, da sein. Und das
die können euch das mal erklären. Weil er hat es mir selber gesagt, sie haben dann den Florian mal gepitcht. Das heißt, er hat ja seine Stimme, die klingt ja wirklich wie der junge Han Solo, wie der junge Pampel. Und dann haben sie ihn mal technisch alt gemacht. Und dann sagen die, der hat mal eine Gänsehaut, sofort Gänsehaut. Sagen, das ist der Pampel vor 30 Jahren. Genau der Pampel. Also wie die beiden miteinander matchen, diese Stimme. Und wenn du die dann technisch auch noch ein bisschen älter machst und runterziehst. Und dann war der wirklich der heutige Pampel. Das finde ich gut, wenn so eine Leidenschaft noch da reingeht und wenn noch ein technisches Know-how da reingeht. Ja. Aber wie wir ja heute auch schon öfters gehört haben, manchmal passiert das jetzt aus Kosten- und Zeitgründen nicht mehr so. Und deshalb bin ich beispielsweise, ich meine, ihr habt mir heute die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen eingeredet, weil ich fast eher mir die Originalstimme lieber anhöre, aber auch aus dem Grund, weil ich mit manchen Stimmen auch aufgewachsen bin, wie Manfred Lehmann wird für mich immer Bruce Willis sein. Ja, genau. Ja, oder Peer Augustinski wird immer Robin Williams für mich sein. Ja, und ich kann es mir mittlerweile nicht anhören, wenn dann die Stimmen ausgewechselt werden. Und da sage ich, packe ich meine Energie, auch allein wegen den Skripten und Übersetzungen und so, packe ich meine Energie lieber ins Original, weil ich da eine Konstante drin habe und weil das dann so rüberkommt, wie es rüberkommen sollte, im Idealfall bei der Synchronisation auch passiert. Ich muss jetzt so lachen, weil wir haben gerade neulich darüber geredet, ich hatte es schon längst vergessen, aber man hat mich darauf angesprochen. Wenn du jemanden im Original siehst, dann sollte er auch die originale Stimme haben. Und jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben damals gedreht, also mit Bild, mit Gesicht, Zärtliche Chaoten. 2, glaube ich, war das. Und da habe ich Thomas Gottschalk kennengelernt und zwar mit Michael Winslow und wie die alle hießen und dem verstorbenen, wie heißt der Fischer? Dingsbums Fischer, wie heißt der Vorname? Helmut Fischer. Helmut Fischer, danke. Und haben wir am Wörthersee gedreht und dann 3/4 Jahr später klingelt mein Telefon. Du, Georg, hier ist der Thomas. Entschuldigung, welcher Thomas? Thomas Gottschalk. Ach, Thomas. Wir hatten ein nettes Verhältnis, aber wir sind ja nicht dann befreundet gewesen. Du, wir stehen hier in München im Studio Frank und wir haben einen Film gedreht, hier mit Heinz Hönig. Und Heinz und ich, wir haben das also in Englisch gedreht. Und wir stehen jetzt hier und synchronisieren uns selber. Und das funktioniert nicht. Der Heinz verzweifelt, der kommt nicht weiter. Also auf Deutsch. Geht auf Amazon, kauft euch die DVD Thomas Gottschalk und Heinz Hönig, eine Frau namens Harry. Oder guckt auf YouTube, da gibt es Trailer davon noch, eine Frau namens Harry. Und dann wirst du Heinz Hönig erleben, wie er mit Panschaks Stimme spricht. Ja, super. Das ist ja, ein Thema, da bist du sicher, wenn du eine Original hast. Ich kann das verstehen. Es ist ja nur bei wenigen so, dass sie sich wirklich dann selber synchronisieren. Ich meine, hätte sich Arnold Schwarzenegger selber synchronisiert, wie wäre das geworden? Einer der wenigen, die das machen, die ist ja zum Beispiel Christoph Waltz. Ja, Christoph Waltz sich ja fast immer selber. Ja, klar. Na, das macht ja auch Sinn. Nee, solche Leute können das auch in einen Vertrag reinsetzen. Die können auch sagen, also in Deutsch spricht mich keiner. Das mache ich selber. Also wenn du Oscar-Preisträger bist, dann kannst du sowas machen. Man kann vieles machen. Nein, aber das Witzige ist, ich muss noch einen Satz dazu sagen. Es war natürlich so, dass als mich Thomas angerufen hat, du, tut mir leid, ich spreche keinen deutschen Kollegen. Sagt, nein, der ist ja hier. Der würde es ja gerne, dass du das machst. Sag ich, nein, das ist was anderes. Verstehst du, was ich meine? Ich hätte es nicht gemacht, wenn die gesagt hätten, du, der Heinz, wir waren gestern mit dem im Studio, das dauert alle zu lange, kannst du das jetzt übernehmen? Hätte ich nicht gemacht. Verstehst du, was ich sagen will? Ja, definitiv. Also er hat sich's angehört, sagte, Junge, das ist geil, mach das, ich kann das nicht. Die haben angefangen zu synchronisieren, dann musste er einen Satz sagen, was hab ich denn da gemacht? Das ist ja scheiße. Mein Gott, was hab ich denn da gespielt? Komm, Heinz, lass es aufnehmen. Ja, ist in Ordnung. Das ist ja entsetzlich. Der kam nicht in die Arbeit rein. Die hatten mittags 3 Takes gemacht. Da hätten sie den Film hätten sie ein Jahr später rausbringen können. Und das war dann der Grund. Gut. Jetzt habe ich noch 2 Fragen. Ich weiß nicht, Michael, wie viel du hast, aber ich habe noch 2. Eine kam jetzt gerade in dem Cast, weil du jetzt immer wieder von dem einen oder anderen Kollegen erzählt hast. Ich, wie gesagt, gerade in der Vorbereitung oder jetzt gerade in dem Cast für das Boot dann stand. Ist irgendwas passiert, dass du nicht im Boot gelandet bist? Du scheinst ja irgendwie alle gekannt zu haben oder alle kennen, die da irgendwie mitgemacht haben. Ist der Kelch knapp an dir vorbei oder warst du einfach eher von vornherein auf die Synchronrolle? Nee, du hast ja auch normal vor der Kamera geschauspielert. Also
warst du da mal, also war das, nein, ich weiß nein, nicht, wie es ausdrücken soll. Man hat nicht angesprochen, ja. Überhaupt nicht. Okay, alles klar, also du warst da niemals es kann sein, dass ich einfach zu der Zeit selber was gedreht habe. Ich habe ja 26 Jahre Landarzt, war ich ja oben in Kappeln öfter und solche. Mhm. Also es geht über Agentur damals, ja. Ich drehe jetzt gar nicht mehr, also bin jetzt raus aus dem. Und die, meine Sprachsache. Ja, und die zweite Sache, die ich gesehen habe, du hast jetzt Berlin immer wieder erwähnt, du hast München immer wieder erwähnt, aber du kommst, bist ja gebürtiger Düsseldorfer. Ja, mit anderthalb Jahren weg. Ah, okay, alles klar, das wollte ich nämlich gerade fragen. Und wir sind in einem Düsseldorfer Podcast. Und, das wusste ich gar nicht. Das hast du ja nicht gewusst, ne? Naja, nee. Du bist ja jetzt kein Düsseldorfer mehr, Chris. Nee, ich bin jetzt ein Ratinger, ja, okay, alles klar. Das ist, da dachte ich ja jahrelang, es ist ein Vorort von Düsseldorf. Aber deswegen, ich habe es jetzt gerade in der Zuge der Recherche gesehen und dachte ich mir, ach Gott, aber da bist du mit anderthalb schon weg. Das heißt, du hast ja keinerlei Berliner eigentlich. Ich kenne Düsseldorf, wenn ich rübergeflogen bin, habe meine Werbung dort gesprochen, aber ansonsten kenne ich die Köhe und so weit, was man eben. Ja, okay, aber du bist dann jetzt Berliner und jetzt Münchner. Ja. Ich bin in Berlin aufgewachsen, von anderthalb bis zu meinem 27. Lebensjahr und seit meinem 28. bin ich in Bayern. Aber ich bin hier nicht, ich laufe hier nicht mit Seppelhose rum oder nicht bei Eisratzen und solche Sachen. Also ich habe mich hier nie angebiedert und die Leute mögen mich hier, weil ich der Kaschball bin und irgendwie trotzdem im Garten oder meine Platten selber lege oder so. Weißt du, so man, wir leben hier normal. Einfach. Hast du dir denn in Bayern einen Akzent auch angewöhnt? Nee, das Einzige, was immer wieder passiert, weil hier sagt man, wenn du irgendwo reinkommst, grüß Gott, ich hätte gern zwei Semmeln oder so, sagst grüß Gott. Und wenn ich dann nach Berlin fliege oder so und dann komme ich irgendwo rein, sag grüß Gott, dann gucken alle. schon gut. Also, hallo, Tag. Also, aber ich habe keinen. Aber was einem so passieren kann, wenn du so mit Leuten zusammenkommst, die so ein extremes Ego haben oder Minderwertigkeit, was auch immer. Hatten wir plötzlich mal, ich lebe jetzt in Bayern, aber wie ihr vielleicht hört, bin ich ja eher noch in der Berliner Tonality unterwegs. Ja. Und dann war ich aber, weil ich in München lebe, kam ein Berliner Regisseur, der irgendwie eine Serie hier machte und ich hatte irgendwelche 24 Takes. Der kannte mich nicht, war ein junger Mann, ist ja egal. Ist für mich wunderbar, also ich finde es ganz lustig, wenn ich einer gar nicht kennt. Aber er meinte dann nach dem zweiten Satz, und bitte passen Sie auf, dass nicht dieses Bayerische so durchkommt. Und da habe ich umgedreht, sag ich, was soll ich? Also das war sehr witzig. Da merkt man schon, da hat sich jemand schon so drei Sätze aufgeschrieben, was muss ich hier sagen, damit ich den Leuten mal sage, ich bin hier der Chef. So, weißt du, so die Art. Aber wir haben gelacht. Ja, es ist also sehr, sehr sympathisch, definitiv. Und jetzt haben wir schon, guck mal, schau mal, Michael, wir haben jetzt 2 Stunden rum. Hans-Georg, du darfst ja auf die Fahnen schreiben, dass das schon ungefähr das Doppelte ist, was wir normalerweise aufzeichnen. Eigentlich schmeißen wir die Leute nach einer Stunde immer raus. Aber es war sehr, sehr, sehr kurzweilig und ich bin ziemlich sicher, dass wenn der Michael, der dieses Mal die Schneidearbeit übernehmen darf, das darfst du heute zwar machen, dass du da was ganz, ganz Famoses draus zaubern wirst. Jetzt kommen wir nochmal ein ganz kurz zu das Conventions angesprochen. Wo kann man dich denn für die Menschen, die das jetzt die Tage mal hören, vielleicht demnächst auf einer Convention dann nochmal live sehen? Weißt du schon wirklich Termine, wo du bist? Speyer hast du angesprochen. Das ist doch die einzige, von der ich ausgehe, dass ich da wieder sein werde. Ich kenne die Corinna jetzt mittlerweile gut bekannt. Die hat nur ganz klar gesagt, ich kann dich nicht dreimal hintereinander da auf die Panels setzen und mit den Autogrammen. Sag ich, nee, ist auch kein Problem. Aber wir hatten das letzte Jahr, dieses Jahr, also beim zweiten Mal, als ich da war, hatten wir das erste Mal mit einem Live-Orchester Star Wars Musiken und dazu gesprochen mit der Susanna. Und das war so, es gingen, glaube ich, ich will jetzt nicht liegen, 300 oder 600 Leute rein. Also entweder waren es 300, die reingingen und 600 standen noch draußen, oder es gingen 600 rein und weitere 600 standen draußen und konnten nicht rein. Und wir hatten nur den einen Termin an dem Sonntag. Und deswegen hatte sie entschlossen, das nächste Mal 2 Termine mit dem Orchester zu machen und mit uns. Und das dann auch etwas länger, eine Dreiviertelstunde statt einer halben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich im nächsten Jahr, wenn wir uns nicht allen der Himmel auf den Kopf fällt oder Herr Trump sich irgendwas Doofes ausdenkt, werden wir wahrscheinlich in Speyer, das muss so Ende September wird es wieder sein, denke ich mal. Ja. Da werde ich sein. Von jeder anderen weiß ich nichts mehr. Ich weiß zum zweiten Mal auf der Noise Force 5. Da war ich da vor 2 oder 3 Jahren auf der Noise Force 4. Und die machen das ja nicht jedes Jahr, so viel ich weiß. Also insofern, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich noch auf einer anderen Convention bin. Okay. Aber ich habe
Chris, bevor du das hier jetzt abbrichst, habe ich dann doch noch mal zwei Fragen. Nichts ab. Ich habe ja gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann genau. Raus damit. Ja? Schon mal nochmal. Ist mir jetzt gerade so reingekommen. Es gibt ja, ich weiß ja nicht, ob du sowas kennst wie Lord of the Weed. Nein, es ist eine Spaßsynchronisation von Herr der Ringe. Und wir haben ja eben auch schon über die Rainer Brandt-Zeiten und sowas gesprochen. Hättest du Lust, eine Neusynchronisation von Star Wars in lustig vorzunehmen, wenn irgendein Produzent mal auf dich zukäme? Würde ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht. Und jetzt kommt der Punkt. Hättest du mich wahrscheinlich vor der ersten Convention gefragt und gesagt, ja, warum nicht, ist ja komisch. Nee, ich habe jetzt die Leute kennengelernt und für die ist es sehr wichtig. Und ich glaube, ich würde sehr viel mehr Gefühle verletzen, als dass ich anderen Leuten damit eine Freude machen könnte. Deswegen würde ich es wahrscheinlich ablehnen. Glaube ich gerne. Ja, und dann hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, du warst ja auch sowieso quasi fast mit deiner Synchronstimme in allen möglichen Franchises drin. Ich fand es noch lustig, als ich gesehen habe, dass du den vulkanischen Computer in Star Trek 4 gesprochen hast, falls du dich daran erinnerst. Was? Ich war in Star Trek? Ja. Ach sogar, nee. Sogar in zwei Moment. Jetzt hilf mir mal. Star Trek 4. Welcher ist Star Trek 4? Das ist der mit den Wahlen. Der mit den Wahlen. Oh Gott, der Schlimme. Ja. Okay. Und der, wo zum Henker kommt dann Klingon? Ach so, ja klar, die haben ja diesen klingonischen Bird of Prey. Aber der hier, sagt doch gar nichts, der hier Computer. Hier steht vulkanischer Computer. In der Synchron. Vulkanischer Computer? Ja. Es hat mich auch gewundert. Ich kann mich nicht an einen vulkanischen Computer erinnern, aber wahrscheinlich ist es ein oder zwei Sätze und das war's schon. Vielleicht war ich so schlecht, dass sie mich rausgeschnitten haben. Zweites Mal bist du bei Star Trek Enterprise im Star Trek Franchise gewesen. In einer Episode hast du wohl irgendwen gesprochen. Was? Ja. Okay. Erzählt das bloß nicht den Leuten. Weil wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben für die Noise Force 5, ich weiß leider nicht genau, wie der Link auf YouTube ist, aber bitte guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Gebt Noise Force 5 Trailer oder was ein. Und da hat der Andreas Klettke, das ist einer der Leute, es gibt glaube ich 8 oder 12 Leute auf der Welt, die machen einen Fanfilm. Und ich habe den Klettke kennengelernt und die Susanna auch auf der Noise Force 4. Und da waren wir Backstage und dann haben wir so auf seinem Laptop haben wir was gesehen, dann bin ich so stehen und geguckt und den kenne ich gar nicht. Was ist denn das von Star Wars? Dass die animieren Sachen. Da sind 12 Computerfreaks auf der ganzen Welt, Mexiko, Kanada, wo die alle sitzen. Und die arbeiten zusammen und haben jetzt wohl einen 2-Stunden-Film gemacht. Der muss wohl dieses oder nächstes Jahr rauskommen. Der kann also wirklich programmieren. Und wir haben einen so lustigen Trailer gemacht. Da gibt es noch den Thomas Walter, der hat die Idee wohl gehabt und haben sie die Texte gemacht. Und weil wir uns durch die Convention kennen, haben sie mich gefragt, ob ich ihnen das vertone. Habe ich natürlich sofort gemacht. Und das ist so, also ich will euch nicht, guckt es euch an. Wir kennen das. Und wer, ihr kennt das Ding? Ja, natürlich. Mit Star Trek, der so reinkommt, wir schreiben das Jahr 2000. Ja? Genau. Kennt ihr, habt ihr das schon gesehen? Der Andreas war ja bei uns auch schon mal zu Gast im Rahmen seines Star Wars Fanfilms. Descendants of the Order 66. Genau. Order 66. Genau. Wir haben dann jetzt, als wir uns ja jetzt getroffen haben im Rahmen der Imperator-Thomas-Con, hat er das auch nochmal erwähnt, dass er mit dir, es war im Rausgehen und ich habe jetzt den Link gerade nicht parat, aber ich suche den nochmal raus. Den stellt man auf jeden Fall drunter, weil wenn als Trekkie muss man ein bisschen Humor haben, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich fand das so lustig. Auf jeden Fall. Ja Mensch, 2 Stunden unterhaltsame 2 Stunden rumgegangen wie im Flug. Lieber Hans-Georg, vielen lieben Dank, dass du uns mit deiner Stimme und deinem Wissen und den vielen Insights über Synchron, über die Arbeit dahinter und auch deine Erfahrungen damit bereichert hast. Ich glaube, das war wirklich eine Geschichte, die ja also mir sehr viel neues Wissen über diesen Beruf doch auf jeden Fall vermittelt hat. Und man sieht es jetzt und hört es jetzt vor allem auch mit ganz anderen Ohren. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche auch allen euren Zuhörern, dass die Macht immer mit ihnen sein möge. Großartig. Ach, jetzt gib mir das Herz auf. Jetzt gib mir im wahrsten Sinne des Wortes das Herz auf, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Michael, du darfst noch Tschüss sagen. Ja, dann. Wir lassen das mal so stehen, weil ich glaube, schöner können wir uns aus diesem Cast nicht verabschieden. Liebe Freunde da draußen, liebe Hörer, seid uns gewogen, gebt uns ein Däumelein nach oben. Wir freuen uns, haben wir vorhin schon gesagt, immer über Bewertungen, über Kommentare. Schreibt doch mal uns in die Kommentare, was
ihr mit Synchros verbindet, ob ihr ganz besonders mit der Stimme von Mark Hamill etwas verbindet und was da so eure Erfahrungen sind. Würde uns freuen, wenn wir da von euch hören. In diesem Sinne, wir hören uns dann auf uns einem unserer üblichen Kanäle wieder. Wahrscheinlich die nächste Folge wird Dead Nerds Talking sein. Und in diesem Sinne, Hans-Georg, vielen Dank, dass du da warst. Michael, vielen Dank, dass du warst, da warst. Und bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.